Wir sind empfangsausgerichtet, himmlischer Vater, und erwarten deine Wirkungen, deine Kraft des Geistes, der Offenbarung, dass wir diese Dinge wahrnehmen in der Wirklichkeit, wie sie sind, dass wir sie sehen können, auch wenn sie unsichtbare Wirklichkeiten sind. Öffne uns die Augen, ich rufe aus, es wird Licht, die Finsternis wird zu Licht und jede Verwirrung wird zu Klarheit. Und der Glaube Gottes zieht in unsere Herzen ein und wir sehen, wie die Wirklichkeiten sind und wir verstehen sie und wir gehen sie, weil Gott in uns die Werke tut. Wir binden jede Macht der Verwirrung, der Finsternis und rufen Licht aus. Es wird Licht und Klarheit und Glaube und Überzeugung und ein Verlangen, das zu sein, was hier geschieht durch dich, himmlischer Vater. Gib Redegnade und Hör- und Umsetzungsgnade. Amen. Amen. Ich hoffe, wir sind wieder komplett. Ich fasse kurz die vier Schritte zusammen, die wir im Pfad der Lebensqualität gesehen haben. Erstens, Verlassen von falschen Umfeldern, mal ganz praktisch. Zweitens, das eigene Umfeld räumen, wo wir nicht das Umfeld verlassen, sondern wo wir unser Umfeld säubern, mal primär auch technisch gesehen. Das Dritte haben wir gesehen, dass wir uns auf den Weg der Gemeinschaft machen, überhaupt begreifen, dass höhere Lebensqualität nur und einzig in gemeinschaftlicher Dimension, in gemeinschaftlicher Konstellation zu erreichen ist. Und dort haben wir gesehen, die Krisen, jedem einzelnen Fall, dass der gemeinschaftliche Weg sehr gerne dort beginnt, wo man sich gegenseitig missioniert, alles besser weiß und dann das Ganze noch mehr in die Tiefe führt, anstatt in die Höhe. Darum war die vierte Entwicklungsstufe, wenn man so will, die Erkenntnis, dass man die Gemeinschaft, um die man nicht herumkommt, nur durch das eigene Vorbild weiter vorwärts bringt. Also nicht durch orientierte Mission, sondern introvertiert durch das Vorbild, dass man Gott zeigt einander oder seine Ideologie, die Kraft oder was man immer dann zu besitzen glaubt, dass man es demonstriert und dadurch die Gemeinschaft höher bringt. Aber wie wir ahnen, sind diese verschiedenen Kreise, diese verschiedenen Stufen immer wieder auch begrenzt. Warum? Weil wir es hier mit Gesetzmäßigkeiten zu tun haben. Lebensqualität ist ein Ereignis, ist ein Erlebnis, ist eine Erfahrung. Lebensqualität ist eine Kraft, die sich an uns ereignet oder nicht ereignet. Lebensqualität ist losgelöst von den allermeisten äußeren Dingen. Wie gesagt, wir reden jetzt heute schwerpunktmäßig über noch machbare Dinge, noch machbare oder noch gangbare Wege. Wir reden nicht davon, wenn etwas definitiv seine Zeit um hat und irreparabel geworden ist. Aber wir befinden uns doch in der größten Zeit der überblickbaren Menschengeschichte, wo wir davon ausgehen können, dass jetzt Dinge möglich sind, die nie vorher möglich waren. Also wir müssen diese Zeit sehr positiv einschätzen, gerade weil diese Krisen so groß sind. Jetzt merken auch die Hintersten und Letzten, dass hier unten etwas nicht stimmt, dass uns die Lebensqualität zunehmend abgewürgt wird, obgleich wir uns technisch in eine Revolution begeben haben, uns in einer technischen Revolution befinden, uns hochgerappelt gearbeitet haben, dass man rein äußerlich meinen könnte, wir haben uns das Paradies, das Verlorene, zurückerobert. Aber es stimmt nicht, weil der Mensch leidet. Wir kommen aus der Seelsorge, wir haben tausende von Seelsorgen hinter uns, wir sehen tief in die Menschheit hinein, was die Probleme sind, die großen Maskeraden sind zu Ende. Immer mehr zeigen die Leute, wo sie wirklich stehen. Es steht schlimm um die Menschheit. Also, aber eines bleibt sich gleich, hier knüpfe ich wieder an, beim fünften Punkt. Eines wird sich immer gleich bleiben. Wollen wir mehr Qualität im Leben, mehr bessere Lebensqualität, höhere Lebensqualität, geht es nur gemeinschaftlich. Und wenn diese Gemeinschaft scheitert, das war's. Bitte schön, es geht rückwärts. Wir haben gesagt, Stillstand bedeutet Rückgang. Wenn wir dieses Segensgut, das wir göttlicher
als göttliche Anlage in uns haben, nicht abholen, nicht umsetzen als Segen, verwandelt sich das Ganze zunehmend in Fluch, wie wir sie auch sehen in der ganzen Unzufriedenheit in der Welt, diese ganzen Völkerwanderungen und Verschiebungen und alles, was da ist, die ganze Hetze, wir immer mehr Gruppen Einfluss nehmen und die ganze Welt auf den Kopf stellen, dass kaum mehr einer ein Zuhause hat, noch nicht mal im eigenen Körper, wo du heute noch nicht mehr mal weißt, bist du eigentlich Männlein oder Weiblein. Familie wird aufgelöst, die Lebensqualität nimmt pyramidal, exponentiell ab. Und darum, entweder finden wir die geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die Mechanismen, die Zusammenhänge, wie es zu einer höheren Qualität miteinander kommt, oder das war es, ihr Lieben. Reden wir also über die fünfte Qualitätsstufe. Hier geht es weiter. Es geht nur weiter, wenn wir in eine Erleuchtung darüber kommen, dass wir in einer organischen Schicksalsgemeinschaft miteinander leben. Und wenn ich sage miteinander, muss das weltweit verstanden werden. Es hat Gott sei Dank, das sind auch so Vorkehrungen der göttlichen Natur, es ist Gott sei Dank nicht so, dass wir uns zuerst mit allen völlig verstehen müssen, um eine Entwicklung anlaufen zu lassen. Aber wenn wir unseren Blick nicht ans Ende der Welt richten und wissen, jeder Mensch hier unten ist mit uns organisch verknüpft, machen wir uns nicht bedeutungsvoll genug auf den Weg. Wir spielen Kirche, wir spielen Weltverbesserer, aber es wird nie eine Welt verbessert werden, wenn wir nicht begreifen. Letztlich müssen wir, um die völlige Lebensqualität zu erlangen, müssen wir den Hintersten und Letzten dazu gewinnen, dass sich die Freude über diese Menschen in uns zeigt, manifestiert. Also organische Schicksalsgemeinschaft kann aber Gott sei Dank in ihrer Ausgestaltung in kleinen Kreisen beginnen, aber sie wird immer davon abhängen, dass sie sich diese Kreise erweitern können, damit es nicht stillsteht und zurückgeht. Ja. Also diese dramatische Offenbarung ist hier die Rede, du bist ich und ich bin du. Also die Menschheit ist nicht nur einfach Bruder und Schwester, dieses Bild reicht nicht aus, dieses Gleichnis. Wir sind auch nicht einfach eine Familie, eine große, das sind schöne, nett gemeinte Bilder. Die Wahrheit ist, die Menschheit ist ein lebendiger Organismus, ein Körper, zusammengeleibt, in der Seele zusammengeflossen, was jetzt auch die Wissenschaft immer mehr hervorbringt. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und wenn wir jetzt hier in einem großen Raum sind, kannst du nur ein Abbild davon, ein Gleichnis davon sehen, wie das funktioniert. Ein Beispiel, wenn vorher der Frank hier war oder der Christian und sie reden, sie beginnen ein Programm anzusagen und hinten irgendwo schwatzen hunderte von Leuten, sind am Reden, kann ich dir sagen, da siehst du es, wie es funktioniert. Du hast keine Ruhe, solange nicht Ruhe ist, versteht ihr? Man muss die Leute gewinnen, dass sie zur Ruhe kommen, wenn du Ruhe haben willst. Und hätten wir jetzt hier ein paar Hooligans drin, die nur hier sind, um die Versammlung zu verneinen, dann könnten wir diese Versammlung nicht durchführen. Seht ihr das? Also muss man sich Kreis um Kreis bewegen, damit man sich miteinander so findet, wie man sich finden muss. Aber das Entscheidende ist, wir müssen ein Bewusstsein der Schicksalsgemeinschaft entwickeln. Nicht nur im Sinne von, wenn Krieg ist, haben wir alle Krieg. Das ist eine schlimme Stufe davon, die nur absolut die Realität uns ins Gesicht bombt, wenn wir es anders nicht begreifen. Aber bitte, lass es uns früher verstehen. Nur unter göttlicher Rücksicht aufeinander, indem wir einander als Mitorgane erkennen, kommen wir ans Ziel. Ich muss dich wahrnehmen wie meinen eigenen Augapfel. So hat es Jesus uns gelehrt. Liebe deinen Nächsten wie deinen, oder schütze ihn, behege ihn, pflege ihn wie deinen eigenen Augapfel. Das heißt, schau zu, dass deinem Nächsten so gut geht wie irgend möglich. Hilf ihm dabei, sonst hast du es schlecht. Du hast es schlecht. Also es wird zunehmend so sein, dass die Leiden der Menschen zu unseren Leiden werden, sich in uns drin manifestieren, in Form von Schwermut, in Form von Depressionen, in Form von zähem Unglauben, in Form von Resignationen. Hier könnte man tagelang nur aufzählen, was für schreckliche Nöte im Geist, in den Herzen, in den Seelen der Menschen entstehen können, wenn ihre Mitmenschen leiden. Aber nur im Erkennen, dass wir alle zusammen einen Organismus bilden, wo jeder mit dem anderen sich mitfreut oder mitleidet, je nachdem, was sich manifestiert, darin
kann das Ganze in eine höhere Qualität sich entwickeln. Und wie gesagt, Gott ist gnädig, das heißt, wir können Kreis um Kreis in diese Lebensqualität eingehen. Wir können sie gewissermaßen vorwegnehmen für uns, aber nur begrenzt. Ich erinnere immer an dieses selbe Prinzip. Du kannst begrenzt für dich allein essen, trinken, schön haben. Aber irgendwann hast du die Schnauze voll davon, irgendwann willst du es teilen. Und bei jeder Stufe wiederholt sich dasselbe Muster. Ja? Wir haben jetzt die Chance, zusammen organisch zu leben. Das heißt, die fünfte Stufe im Erkennen der organischen Schicksalsgemeinschaft beginnen wir uns von allem bewusst scheiden zu lassen, was nicht im Licht leben will. Aber wir verbinden uns auch auf der anderen Seite mit allem, was im Licht ist. Also ich frage heute nicht mehr, bist du Buddhist oder Hinduist oder Zao, nimm was du willst für ein Ist für ein, oder Islamist. Ich will nur eins wissen, liebst du die Wahrheit? Ich sage noch nicht mal, liebst du Gott? Liebst du die Wahrheit? Lebst du Gerechtigkeit? Lebst du in der Wirklichkeit oder nicht? Ich verbinde mich mit jedem, das ist die Chance, die wir jetzt haben, das ist der nächste Kreis. Ich höre auf, christlich zu sein. Ich bin genauso muslimisch, genauso hinduistisch, genauso buddhistisch, genauso, nimm was du willst. Aber nicht, indem ich einen anderen Gott anbete oder einen anderen Brauch übernehme, sondern indem ich mich den Menschen verbinde, die von ihren Lehren her die Gerechtigkeit gelehrt bekommen haben, es tun. Nicht Rechtförmigkeit, ich muss jetzt nicht eine Kippa anziehen, nur weil mein jüdischer Bruder oder der muslimische irgendwas macht in dieser Art. Aber die Weise, die er pflegt, oder wenn sich die Muslimen verhüllen, ist das Beste, was im Moment dieser Menschheit geschehen kann, dass sich Frauen verhüllen. Warum? Die Muslime erklären es uns, damit die Sittsamkeit wieder Einzug nimmt, ja, damit die Sittsamkeit wieder Einzug nimmt, dass die Männer nicht immer auf die Frauen abfahren, dass die Männer sich wieder am Wesen orientieren müssen, nicht an der äußeren Form der Frau. Oder? Das Beste, was uns passieren kann. Aber ich muss deswegen nicht meine Frau in eine Kippa oder einfach sagt man so ein Kopftuch oder irgendwas überstülpen. Ich kann ihr so dazu verhelfen. Wir sind alle dabei, die Welt edler zu gestalten, besser zu gestalten, abzuholen die Leute, wo sie sind, aber hinzuführen, wo Gott sie hinführen möchte. Ja. Also kurz gesagt, wir scheiden uns von allen Menschen, die nicht im Licht wandeln, und wir verbinden uns andererseits mit allen, die im Licht wandeln. Wir gehen wesensmäßig, beginnen wir, die Dinge umzusetzen. Die Formen diskutieren wir nicht, aber das Wesen sehr wohl, Gerechtigkeit, Liebe, Gesamtgerechtigkeit, Lebenswandel miteinander im Licht, in der Wahrheit. Ja. Jetzt aber, je näher wir zusammenrücken, jetzt beginnt dieser Zyklus wieder von vorne, je mehr wir werden, jetzt kommen wir zusammen, wir sagen, ja, wir werden miteinander die nächste Qualitätsstufe erreichen, wir werden in der Einheit der Geisteswirkungen wesensmäßig in der Gerechtigkeit im Licht wandeln, kommen trotzdem neue Schwierigkeiten, wisst ihr? Am Anfang steigt das immer hoch als eine neue Hoffnungswelle, man erlebt es ist wunderbar. Aber dann beginnt es wieder einzusinken, abzunehmen. Die Lebensqualität nimmt wieder ab. Und ich will euch sagen, welche Gründe es sind im fünften Punkt. Weil mit der Erhöhung der Lebensqualität, das hängt nicht nur im Gleichgesinntsein zusammen. Also nur, dass man die gleiche Gesinnung hat. Also alle wollen Gerechtigkeit und Liebe und Rücksicht und so. Damit ist es nicht getan. Du musst wissen, wenn die Menschen ihre Qualität steigen, das heißt zusammenrücken, zusammen etwas machen, wird es immer in einem Werk drin enden. Gott ist immer praktisch, oder ich sag mal die Natur, der Himmel ist immer praktisch. Das heißt, sobald du dich zusammen bewegst, wirst du ein Werk tun. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Moslems zusammen Werke getan, da wirst du heute davon berichtet bekommen, da unternehmen wir was. Das heißt aber auch, wir sitzen zusammen, wir planen zusammen, wir unternehmen zusammen, wir haben ein Werk zusammen. Es wird immer in einem Werk, in einem gemeinsamen Tun münden. Und darum nimmt auch, wenn diese Scheidungen stattgefunden haben, wo man nur noch unter sich ist, sage ich mal, unter sich jetzt im erweiterten Sinn, nimmt die Qualität trotzdem wieder ab, weil überall, wo ein gemeinsames Werk ist, kommen wieder die neuen Probleme, die ein Werk mit sich bringt. Das heißt, wo ein Werk ist, das ist notgedrungen, da braucht es Führung. Wenn man miteinander etwas tut, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, KlarTV, wir sind jetzt etwa 2000 Mitarbeiter, frei schaffend, wenn man so will, haben 100
60 oder noch mehr Studios in 43 Sprachen. Ja, bitteschön, das kannst du nicht einfach so, das sind alles Gleichgesinnte, aber das kannst du nicht einfach so aus dem Hut zaubern oder aus dem Ärmel schütteln. Das braucht Absprachen, das braucht Strategien, das braucht Besprechungen. Da kommen Fragen auf der Führung. Wer führt das Ganze? Du kannst nicht einfach drauf losproduzieren. Du kannst nicht irgendeinen Film hochschalten nachher, der uns die Kripo ins Haus bringt, wo ein Überfallkommando kommt, uns abschleppt oder den Sender schließt. Das muss alles, sobald wir zusammen eins werden, das müssen wir, haben wir die Höhenluft, wo wir zusammen in eine neue Höhe kommen von Qualität, aber dann sinkt es runter, weil dann Führungsfragen ins Spiel kommen. Wer hat welche Kompetenzen? Wer hat welche Aufgaben? Wer macht wie viel auch, wo sind die Belastungsgrenzen? In Krisenfällen ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Krisen um? Wer arbeitet sie auf? Wer trägt die Verantwortung? Das sind alles Dinge, die an der Lebensqualität wieder knabbern, an der neuen erarbeiteten gemeinschaftlichen Lebensqualität. Siehst du, als KlarTV oder ACK, nimm wie immer du willst, oder S&G, arbeiten wir mit Hunderten zusammen, die durchaus nicht OCG sind, durchaus nicht, aber wir fließen zusammen als eine höhere Lebensebene, als eine höhere Lebensgemeinschaft. Aber die Frage ist immer dieselbe, wer trägt Verantwortung? Das hat jetzt nicht mit christlich oder anderer Religion zu tun, sondern mit Praxis, mit Lebensqualität. Das hängt davon ab, wie wird das Leben zusammen gemeistert. Überhaupt, wer trägt Verantwortung? Wer macht in diesem ganzen Prozess, den wir zusammen als Werk aufbauen, wer macht bloß einen Job? Da kommen all die alten Dinge wieder ins Spiel. Die hast du unter Christen, die hast du unter Moslems, unter Buddhisten, unter Juden, hast du überall dieselben Probleme. Wenn ein Werk da ist, ist die Frage, wer macht das Werk von Herzen, oder? Wer, für wen ist das Werk wie ein eigenes Baby? KlarTV sagen wir immer, mach es zu deinem Baby, oder? Pflege es wie dein Baby, mach es zu deiner eigenen Sache, zu deinem eigenen Sender. Aber da gibt es immer wieder Leute, die dazukommen, die machen das nur wie einen Job. Die erledigen einen Job, die holen sich einen neuen Job und erledigen den, sind sie wieder weg und leben irgendwo drauf los. Sie entwickeln das nicht, siehst du? Und dann kommen diese ganzen Fragen, die an der Lebensqualität nagen. Wie genau muss das Ganze geführt werden? Wie führt man ein gemeinsames Werk? Ich gehe jetzt einfach mal von unserer KlarTV und ACK und so weiter aus. Die Frage ist, führt man das in welchem Stil? Ist das militärisch? Oder ist es demokratisch? Machen wir hier einen Verein und machen lange Sitzungen hin und her? In welcher Form organisiert man das? Ist das kollegial, das Ganze? Wie funktioniert das? Oder ist es diktatorisch? Oder gar einfach autonom im Sinne, wie es die Linken so gern haben, ein großes A auf die Brust und dann funktionieren so. Soll das funktionieren? Es funktioniert gar nichts, ich sage euch. Weil Lebensqualität hängt mit Wirklichkeit zusammen. So wie die Schöpfung gemacht ist, so funktioniert es anders nicht. Wir können jede Form ausprobieren, jede eigen gebastelte Führungsform oder Verwaltungsform. Wir können uns ausdenken, was wir wollen. Es geht aber immer auf Kosten der Lebensqualität. Wenn wir es nämlich nicht treffen, haben wir das ein größeres Ghetto als zuvor. Das ist das Problem, auch wenn wir noch so gleichgesinnt sind, weil da geht es wieder um Gesetzmäßigkeiten der Natur. Und ich sage OCG nur hier, um das Müsterchen zu geben. Christian hat es euch versprochen, das gibt nur eine Degustation heute, wir können nicht das Ganze hier rübergeben. Aber ich kann nur sagen, OCG zusammen mit KlarTV oder AZK, S&G und so weiter, wir verwalten das Ganze theokratisch, also nicht demokratisch, sondern theokratisch. Ich kann jetzt darauf, könnte ich ganze Predigten oder euch Dutzende oder Hunderte Predigten empfehlen. Da draußen auf dem Büchertisch kriegt ihr welche, wenn ihr sucht nach Herrschaft oder Theokratie, findet ihr was in meinen Büchern und so weiter. Aber ich kann nur sagen, theokratisch ist was komplett anderes als diktatorisch. Man könnte auch sagen pneumatisch, also ich sage nicht pneumatisch, pneumatisch, also Geist geleitet, darauf kommen wir im siebten Punkt zu reden. Man könnte sagen, wir leiten als charismatisch, also geistorientiert. Aber da gehe ich, wie gesagt, im siebten Punkt darauf ein. Jetzt möchte ich dir nur die Stationen zeigen, das Rauf und Runter, die Krisen, die es zu überwinden gilt, um die Lebensqualität, die vorhanden ist, tatsächlich zu erreichen. Aber ohne diesen Weg zu gehen, ohne diese Krisen zu bezwingen, erfolgreich zu überwinden, werden wir immer stehen bleiben, sprich zurückgehen. Jetzt kommen wir zur sechsten Stufe, zur sechsten Qualitätsstufe. Ich würde mal die Größe L hier reinschreiben. Das ist natürlich nur ein Wortspiel, gell? Sechste Qualitätsstufe, gleichsam auch wieder eine sechste Krise.
Weil jetzt orientieren wir uns wieder, wo stehen wir gerade, wo befinden wir uns. Wir sind jetzt nur noch mit wirklich Gleichgesinnten zusammen, haben wir festgestellt, mit organisch orientierten, mit ehrlichen, grundaufrichtigen Menschen, mit selbstlosen, mit opferbereiten Menschen sind wir zusammen. Und trotzdem kommen wir immer mehr in unüberwindbare nächste Grenzen. Selbst wenn wir die Führungsfragen geklärt haben, müssen wir sehen, es kommen neue, weitere Höhepunkte an Ohnmacht ins Spiel, die wieder unsere Lebensqualität einzureißen drohen. Weil nicht nur die Führungsfrage allein, jetzt sage ich dir wieder, wenn wir hier 2000 Leute Klar-TV betreiben oder miteinander in diesen Gruppen überall uns entwickeln, ist eine Allgegenwart von Mangel an Weisheit plötzlich zu spüren. Wir bekommen so viele Probleme, so viele Angriffe, Anfechtungen nennt man das auch, seitens der Medien, seitens irgendwelcher Staatsdiener, oder nimm was du willst, ihr kennt uns ja, es gibt eine einzige Hetzjagd gegen uns, wenn man so will, und das bedeutet, dass die Leute, die ja tagsüber arbeiten, am Abend auch sehr gestresst sind, oft sehr ausgeblutet, dass die auch nicht mehr so viele Nerven haben, und dann sollte man ständig noch mehr Probleme bewältigen. Also da fehlt Unterscheidung oft, da ist ein Mangel an Wendigkeit, Zeit- und Organisationsfragen, nach wie vor Kommunikationsprobleme, wo man sich oft auch missversteht, auch in der Ermüdung drin, da kommen Probleme, Mangel an Idee, wie es weitergehen kann und, Mangel an nötigem Wachstum und Mangel an Durchschlagskraft, da kannst du ganze Listen aufzählen, was hier passiert. Und ich sage dir, wie man diese Krisen überwindet jetzt, ja? Weil das wird allgegenwärtig. Führungsfragen kann man klären. Aber auch wenn die besten Führer da sind, wirst du merken, die kommen alle irgendwo an ihr Ende, wenn nicht das ganze Volk in die Qualität des Mitdenkens, Mitfühlens, Mitarbeitens kommen, mit Verantwortung tragens. Und ich sage dir, was der Ausweg ist. Du kannst es wieder nennen, wie du willst. Du kannst von einer höheren Gewalt reden, von himmlischen Ereignissen, nimm was du willst. Von einer Matrix kannst du reden. Ich sage, einzig und nur, wenn ein lebendiger Gott an uns wirkt, in uns wirkt und durch uns wirkt, können wir diese Probleme bewältigen. Und in dieser Fülle der Zusammenführung mit wirklich jetzt abgeschlossen, vereinigten Leuten, gleichgesinnt, wir kommen nur durch, wenn wirklich lebendige Wirkungen Gottes, lebendige Befähigungen Gottes in den Menschen Raum nehmen. Etwas an den Menschen tun zum einen, ihnen helfen aus der Patsche, von innen her in den Menschen etwas erwecken und aus den Menschen hervorfließen als göttliche Begabungen, als göttliches Können, als göttliche Weisheit zum Beispiel, als göttliche Erkenntnis, als göttliche Unterscheidung, als göttliche Befähigung in der Situation, wo man sich gerade befindet, wo man fast Allrounder sein muss, wo immer man mit uns zusammenarbeitet, bist du zu Zeiten fast ein Allrounder. Ja? Und genau das geschieht, ihr Lieben, genau das geschieht. Man kann diese Stufen alle überwinden, aber ich sage es offen und ehrlich, wie ich darüber denke, obgleich wir alle aus Gott geschaffen sind und diese Veranlagungen haben, es sei, wir nutzen diese göttlichen Veranlagungen gottgemäß, nach seinen Gesetzmäßigkeiten und Grundsätzen. Sonst war es das, ihr Lieben. Es kann nur Gott sowas. Es kann nur Gott. Jetzt kommen wir zur siebten Qualitätsstufe, zur siebten Krise in dem Sinn. Weil da müssen wir durch. Und ich sage mal, ich habe so viele Leute auf der Strecke liegen, bleiben gesehen. Die haben dieses Werk angepackt und sie sind zerbrochen daran. Sie haben nicht geglaubt, dass es weitergehen kann. Sie haben sich wieder verloren, wieder aufgelöst, sind wieder an die Startlinie zurückgesunken, wieder als Individuen irgendwo allein unterwegs, um ihre Lebensqualität zu retten, das bisschen, was sie noch übrig haben. Ja. Aber in der siebten Qualitätsstufe, jetzt geht es zur Sache, jetzt kommen wir in den Bereich XL, also noch nicht XXL, darüber reden wir dann im achten Punkt. Jetzt geht es um den XL-Qualitätsbereich. Und ich sage mal vorweg, in dem lebt die ganze OCG permanent. Jetzt kommen wir in diese geistlichen Bereiche, wo es wirklich interessant wird. Denn solange menschliches Vermögen am Werk ist, dein eigener Kopf, deine eigene Weisheit, dein eigenes Können,
wirst du auch an der menschlichen Grenze, an deiner eigenen menschlichen Grenze, an deiner eigenen menschlichen Kraft zerbrechen. Das ist so. Du wirst dastehen wie der Esel am Berg, du wirst dastehen und nicht wissen, was zu tun ist, weil du den siebten Qualitätspunkt, solange du den siebten Qualitätspunkt noch nicht kennst. Und hier im siebten, in der siebten Qualitätsstufe, XL nenne ich sie, da lernen wir jetzt, wie man andockt an der himmlischen Matrix, wie man an Gottes Allweisheit andockt, wie man Gott in sich leben lässt, was die Mechanismen sind oder die praktischen Wege, wie Gott in uns zu leben beginnt, dass sein Wollen zu unserem Wollen wird, dass nicht immer unsere Köpfe zusammenprallen, ich will das, Gott will was anderes. Gottes Fähigkeiten sind dazu da, uns zu begeistern, etwas zu wollen, was du von Natur nie wolltest, etwas mit Begeisterung zu tun, ganz egal, ob es schweren oder leichten Inhaltes ist. Das ist das Geheimnis der Einheit, der höchsten Lebensqualität, die es zu erleben gibt hier unter dem Himmel. Wenn wir das schaffen, wenn wir die Angst wegkriegen, dass Gott uns irgendwas wegnehmen möchte, dass wenn wir von Herrschaft Gottes hören, dass wir die Panik haben, dann bin ich ja nicht mehr mich selber. Ich kann nur immer wieder betonen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Du wirst erst dann beginnen, dich selber zu sein, wenn du sein Wollen in dir hast, wenn du erlebst, wie man Gottes Fähigkeiten in sich fließen lässt. Wenn du ein schönes Lied komponierst, zuerst sitzt du da in deiner eigenen Kraft, hast keine Idee und plötzlich kommt die Erleuchtung. Oder? Plötzlich hörst du eine Melodie, du nimmst deine Gitarre oder dein Schlagzeug oder deine Orgel oder was du dann halt hast oder du beginnst zu singen, beginnst es aufzunehmen und du machst ein wunderbares Lied als Beispiel. Oder? Oder ein Gedicht, nimm was du willst. Oder eine Erfindung, nimm was du willst. In dem Moment, wo es bei dir funkt, jetzt studier mal gut, was ich sage. In dem Moment, wo es bei dir funkt und du hast endlich das, was du wolltest, von dem reden wir die ganze Zeit. Ja? Versteht ihr? Diese Intuitionen, diese Impulse, dieses plötzlich Können, das ist die Herrschaft Gottes. Genau das und nichts Zweites. Und genau dasselbe, diese Begeisterung, wenn du sagst, jetzt höre ich eine Melodie, jetzt habe ich es und du spielst diesen Lauf oder irgendwas. Die genau gleiche Begeisterung kannst du erleben, wenn Gott zum Beispiel, wie bei mir, oder? Als Gott mir den Impuls gab, verlass deinen Beruf, gib all dein Geld denen, die es brauchen können und komm, folge mir nach. Wenn du das menschlich hörst, wirst du irre, denkst du, bist du von Sinnen. Das widerfahre nur mir nicht, oder? Und ich sage, oh weh mir, es wäre mir nie widerfahren. Das war der schönste Moment meines Lebens bis dahin, oder? Verstehst du? Geld weggeben dürfen zum Beispiel, weil ich das will, weil ich nur ein Verlangen habe, ich muss den Plunder loswerden, um Menschen dienen zu können, um Gott erleben zu können. Das kannst du mit menschlichem Ratio nicht nachvollziehen, stimmt's? Keine Chance. Du hast Existenzängste, wenn du das hörst, du kriegst ein enges Herz irgendwo, dir schnürst die Kehle zusammen, du sagst alles nur das nicht, raus hier, weg mit dem Sasek will ich nichts zu tun haben. Aber ich sag dir eines, hab besser was mit dem Sasek zu tun, weil der Kerl weiß, wovon er redet, oder? Ich erlebe das seit über 40 Jahren mit Begeisterung, wir sind die freiesten Menschen unter dem Himmel, weil wir uns keine Sekunde seit Jahrzehnten um irgendeinen Stutz drehen müssen, um Geld fragen, wir müssen nichts, einfach wir müssen nur unseren Job tun. Das ist so ein kleines Zückerchen von dem, wovon wir immer wieder zeugen. Und ich zeuge davon, weil es die Wahrheit ist, ja. Ich zeuge davon, weil es, und du weißt, dass es so ist, weil es das Unmöglichste ist, in dieser Zeit so etwas zu machen. Nicht in der Schweiz, oder? Vielleicht in Afrika, ja? Oder? Irgendwo, wenn du einen guten Spendenkreis hast. Aber das, was wir machen seit Jahrzehnten, ist das absolute Gegenteil. Das Schiefste, was du vom menschlichen Verstand her machen kannst und das Befreiendste, was es unter dem Himmel gibt, oder? Wo du diese Dinge noch nicht mal im Kopf drin hast, oder? Aber jetzt kommen wir zum Eingemachten, jetzt gehen wir auf, ich sag mal, die geistlichen Mechanismen ein, auf das geistliche Geheimnis und ich gehe mit dir jetzt durch die Bibel hindurch. Ganz gleich, woher du kommst, du kannst das austesten, es ist wie eine Formel, wenn du so willst. Ich gehe mit dir durch die Bibel durch. Jetzt wird uns das Navigationsprinzip gezeigt in der Bibel, wie wir zu dem kommen. Es ist ein Prinzip, das auf alles anwendbar ist. Ein Prinzip, das wir verstehen müssen
Und auch durch dieses Prinzip finden wir Weisheit, durch dieses Prinzip finden wir Kraft, finden wir Fähigkeiten jeder erdenklichen Art. Durch dieses Prinzip finden wir Ausharren, finden wir heraus, ob wir stillstehen oder gehen, ob wir etwas anpacken oder bleiben lassen, ob wir es abbrechen oder aufbauen. Nenne, was du willst. Dieses Prinzip leitet uns in jeder Sequenz unseres Alltages, bis hinein in die Gedanken, bis hinein in die Gefühle, bis hinein in unser Sprechen, in jedes Wort. Dieses eine Prinzip, was ich dir jetzt zeige, das ist das Geheimnis von XXL. Jetzt kommen wir richtig ans Eingemachte. Hier geht es um geistliche Geheimnisse. Von Jesus heißt es in Johannes 1, Vers 4, im Anfang war der Logos. Und Logos bedeutet der Ausdruck Gottes, die Verfassung Gottes, der Charakter Gottes, das Sein Gottes. In dem Logos war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Holt euch auch da draußen viele Predigten darüber. Ich werde es jetzt nur kurz machen, um es zu skizzieren. Das ist heute nur ein Muster, haben wir gehört. Ja. In dem Logos war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Zuerst heißt es, im Anfang war der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Und der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da redet die Bibel von Jesus. Aber darüber streiten wir uns jetzt nicht. Wir lernen von ihm, nach welchen Prinzipien er gelehrt hat. Er kam als Menschensohn, hat er gesagt, um uns zu zeigen, wie man als Mensch lebt, als Menschen lebt. Und das heißt, in ihm war Leben, in dem Logos drin war Leben. Das heißt, da wo Gott ist, da wo sich Gott manifestiert, manifestiert er sich in göttlichem Leben. Und das Leben selber, in der Substanz des Lebens, in dem Ereignis des Lebens, war das Licht der Menschen. Also nicht so, wie wir in der Bibel lesen, im Anfang war das Wort, in dem Wort war Leben, im Wort allein, ja, sondern im Ereignis, da wo Gott drin ist, manifestiert er sich als göttliches Leben. Und das Leben ist das Licht der Menschen, das heißt, gibt uns Orientierung. Wenn du eine Taschenlampe nimmst und sagst dir, wo geht's lang, dann kannst du sagen, mit diesem Licht, dieses Licht zeigt mir, wo ich durchgehe, ja. Wie ein Licht, das vor dir hergeht. Das Leben war das Licht der Menschen. Also nicht der Verstand, nicht der Ratio, nicht irgendwas, eine Lehre, nicht eine Konstruktion, nicht eine Theologie, sondern das Ereignis, Kraftwirkungen des Lichtes bilden das Licht der Menschen. Das ist ein Ereignis. Und das wird mit anderen Worten, anderen Begriffen umschrieben in der Bibel, zum Beispiel Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit die Menschen Leben haben und Leben im Überfluss haben. Hier hast du XXL. Leben haben. Also nicht Leben Bios im Sinne von Existenz, dass du im Fleisch hier in der körperlichen Hülle lebst, sondern dass du genau eben diese Qualität der göttlichen Gegenwart, des übernatürlichen Lebens hast. Wenn Jesus von Leben, von Zoe redet oder Zao, in der Wurzel her, dann redet er von göttlichem Leben, von äonischem Leben, ewigem Leben, nennt es die Bibel auch. Das heißt, das Leben Gottes in dir. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit ihr das Leben Gottes kennenlernt. Und wie lernen wir es kennen? Indem er gesagt hat, schau, alles was ich tue, ich demonstriere euch, wie ein Mensch lebt. Ich bin der Menschensohn. Und er hat Gott in sich leben lassen. Er hat göttliches Leben in sich gehabt. Ich bin gekommen, dass sie göttliches Leben haben und davon Überfluss haben. Ja, so hat er es gesagt, das war seine Mission. Und dann sagte Johannes 14, 27 zu seinen Jüngern, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden vermittle ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also da tauscht er den Begriff aus, das was göttliches Leben auf der einen Seite genannt werden kann, kannst du auf der anderen Seite meinen Frieden nennen. Das heißt, den Frieden, den Jesus auf sich hatte, den gebe ich euch. Es war dieser Friede, der die Menschen in rauen Scharen hinter ihm hergezogen hat. Sie wurden buchstäblich angesaugt von diesem Frieden. Sie spürten diese, ein Esoteriker würde sagen, diese Aura, oder? Diese Aura würde er sagen, wenn du bei Jesus warst, die Aura ging ganz bis nach hinten, oder? Dieser Friede, dieser göttliche Friede, jeder wollte dort zu Hause sein, keiner wollte mehr nach Hause. Wenn sie bei diesem Mann waren, spürten sie diese Aura, diesen göttlichen Frieden. Er sagt, den hinterlasse ich euch. Wenn ich zurückgehe, wo ich hergekommen bin, sagt er, ich bin gekommen, damit das bei euch zurückbleibt. Bei wem? Bei den Juden? Nein. Bei den Christen?
Nein, nicht nur bei den Menschen. Ich bin gekommen, dass die Welt Leben habe, sagte er. Jeder Mensch. Wir müssen die Religionen beiseite werfen. Wir müssen aufhören mit unseren Religionen. Ja? Allen voran mit der christlichen Religion. Allen voran müssen wir mit der christlichen Religion aufhören. Das sage ich als Christ. Allen voran, ja. Mit dieser falschen Jesus-Religion, die aus Jesus eine Trophäe gemacht hat, ein Streitthema, nicht mehr, nicht weniger. Er ist gekommen, dass wir sein göttliches Leben haben, so wie er es gebracht hat. Und dieses Leben ist unser Licht, ist unsere Führung, ist unsere Navigationsinstanz. Und darum übernehmen nachher diese Apostel seine Lehre. Und verkündigen nachher, 1. Korinther 4, Vers 20, sagt Paulus, der Nationapostel, die Königsherrschaft Gottes, oder man könnte sagen, die Navigationsweise Gottes, ergeht nicht im Wort, also nicht in Bibelzitaten, sondern in Kraft und im Heiligen Geist, ergänzt er an anderer Stelle. Das heißt, wenn wir gemeinschaftlich in diese siebte Dimension eingehen, wo die Lebensqualität sich steigern soll, hören wir auf, mit unserer menschlichen Logik zu arbeiten. Die ist immer noch da, die menschliche Logik. Wir hören auf, mit menschlichen Ressourcen, mit menschlichen Fähigkeiten und Veranlagungen zu rechnen. Wir tun nur eins, wir beginnen zu realisieren, Gott möchte uns navigieren, indem Kraftereignisse in uns drin wahrnehmbar gemacht werden, dass wir die wahrnehmen. Weil jeder Mensch hat in sich ein Feld der Bewegung. Und wenn man das sortiert, und dazu sind wir da als OCG, dazu haben wir euch eingeladen, das kann man sortieren, das kann man unterscheiden lernen, das kann man hervorholen, das kann man separieren, damit man es erkennen lernt, verstehen, spüren, fassen, begreifen lernt, dass man damit leben lernt. Das lernen wir bei uns in Bemessungen. Oder? Paulus sagt, ich bin nicht interessiert an euren Worten, wenn er Schimpfe gebracht hat irgendeiner Gemeinde, wo es drunter und drüber ging, sagt er, ich bin nicht an euren Worten, an euren Theologien und Theorien interessiert, sondern an der Kraft. Ich werde kommen und die Kraft feststellen, die in euch wirkt. Und wenn sie nicht wirkt, werde ich euch die Frage stellen, warum wirkt hier die Kraft Gottes nicht? Oder der Esoterik würde sagen, warum wirkt hier die Matrix nicht? Warum lebt ihr nicht unter der Matrix? Warum lebt ihr nicht unter den Ereignissen, den Kraftströmen, den Kraftfeldern, die ergehen an euch? Gott ergeht an uns, ihr Lieben. Er bewegt sich in unserer Mitte. Aber wir spüren ihn nicht, weil wir auf Kopfebene leben, weil wir auf seelischer Ebene leben, weil wir irgendwo in Eigenregie leben. Aber wenn wir das wieder lernen, kraftorientiert zu leben, dann erkennen wir Gottes vollkommenes Leben in jedem Moment. Das heißt, du kannst wie der Esel am Berg stehen. Du brauchst nichts anderes zu machen, als zu achten, wo ereignet sich diese göttliche Kraft? Wo ereignet sich dieser göttliche Friede? Wo lagert sich diese Taube? Wo beginnt sich Gott in dir zu ereignen? Wo ereignet er sich? Und du kannst es immer wieder ganz simpel machen. Wenn du in einer Situation stehst, ich sag mal rechts, links, du weißt nicht, wo lang. Du kannst es auch nicht wissen. Woher solltest du es? Du bist ein Mensch, du bist nicht Gott, oder? Er ist Gott, er ist das Haupt. Aber wenn du an einer Gabelung stehst und hast keine Möglichkeit zu wissen, geht es jetzt rechts oder links, du kannst etwas ganz Simples tun, wenn du es gelernt hast, und das bringt dir die OCG bei, wenn du das willst, oder? Unentgeltlich. Du kannst dich vor Gott stehen und die Bewegung seines Geistes, seines Friedens, seines göttlichen Lebens in dir wahrnehmen, rechts oder links. Und er tut das in aller Regel, indem er es sogar erklärt. Er gibt dir eine Begründung, auf der es leuchtet und hochführt, und er gibt dir eine Begründung, wo es niederzieht. Und wenn das stabil bleibt, das Hochführende, wo dieser Friede sich lagert, das teilst du nachher mit deinem Umfeld, und das wird das genau dasselbe erleben. Und wenn es nicht gemeinsam hochgeht, hast du die Führung Gottes nicht. Aber so simpel ist das. Du musst nichts wissen, nichts kennen, nichts können. Aber in allem, wo du stehst, lernst du, seine Frequenz wahrzunehmen. Wie eine Taube senkt sich diese wirksame Kraft Gottes, dieses wirksame Ereignis des Lebens, und navigiert dich und unterweist dich und lässt dir Gedanken hochsteigen, die mit diesem Leben erfüllt sind. Und andere Gedanken schaffst du aus, die niederziehend sind. Das lernst du an der Qualität erkennen. Und es ist die Qualität, wo Jesus sagt, sie ist unverkennbar. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Es ist nicht dieser Friede, wie du ihn kennst im Bierzelt oder beim Tanz oder irgendwo bei einem Konzert. Es ist ein ganz anderer Friede, eine Qualität, die es nur bei Gott gibt. Nur. Da müssen wir uns nicht streiten, wer gibt es? Gibt es Allah, gibt es Buddha oder gibt es Jesus? Es ist Gott, der sie gibt. Es ist eine für alle, eine Qualität.
Und alle Gerechten, die das jetzt lernen, weil jetzt ist die Zeit da, dass die Menschheit das lernt, wir müssen es lernen, werden wir jetzt dann gleich sehen. Wenn wir das miteinander lernen und das trainieren wir hier als OCG, beginnst du schwarmmäßig zu funktionieren. Du beginnst durch höhere himmlische Navigation dich zu ereignen, mit dem Ereignis der Natur, könntest du sagen, mit dem Ereignis Gottes mitgehen, mit dem Ereignis des Zeitalters mitzufließen und du beginnst Schwarmintelligenz zu entwickeln. Es beginnt eine Dynamik zu bekommen, wo du nur noch so machst. Halleluja. Ja. Warum? Weil es eine Frohbotschaft ist. Philipper 4, Vers 7 sagt es Paulus so: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Das ist der Friede, der aktive Friede Gottes. In dem Christusorganismus drin, sagt er dann noch als Ergänzung. Das redet aber nicht jetzt von Jesus von Nazareth, sondern von dem Körper Gottes, von dem Organismus Gottes, der aus allen Menschen bestehen will. Ja? Also der Friede Gottes ist stärker als unser menschlicher Verstand, steht hier. Er leitet unsere Herzen, unsere Gedanken, er setzt sich auf alles, auf unser Denken, auf unser Erkennen, auf unser Können. Kolosser 3,15 ergänzt es noch mit diesen Worten. Das ist ganz krass, oder? Und der Friede des Christus, du könntest auch wieder sagen, das göttliche Leben des Christus, ein austauschbarer Begriff. Und der Friede des Christus entscheide in euren Herzen oder regiere in euren Herzen. Zu diesem Frieden seid ihr auch berufen worden in einem einzigen vereinigten Leib. Also das ist wie die Körperschaft, wie der Organismus. Siehst du, der Friede Gottes ist ein Regent. Und wo dieser Friede ist, sagst du immer, so muss es sein, so will ich's. Das ist es. Egal, ob es dich äußerlich gesehen negativ trifft oder positiv, das hat gar keine Bewandtnis. Der Friede ist umso stärker, wenn Gott dich etwas, in etwas hineinstellt, was schwieriger ist. Oder? Zum Beispiel, als ich in die Mission ging einmal, da war der Friede so krass, so stark, mich hätten keine Pferde der Welt zurückhalten können. Es war so stark, ich wollte dahin. Ich wollte. Hättest du mir eine Stunde vorher, bevor dieser Friede Gottes regiert, entschieden hat in meinem Herzen, gesagt, du wirst mal in die Mission gehen, du wirst mal das und das erleben, hätte ich dich vorher verprügelt, als dass ich dir das geglaubt hätte. Eine Stunde später könnte ich 10 Pferde nicht zurückhalten und sagen, ich will nur noch da rein, da muss ich rein. Also je schlimmer ein Weg ist, desto begeisterter bist du, desto mehr Power bekommst du, um den Weg zu gehen. Also nicht andersrum, siehst du? Und das ist diese Lebensqualität XXL, wo du erfährst, dass je schlimmer die Zeit wird und du bleibst einfach in dieser einen zentralen Übung. Du schaust, wo lagert sich das Licht Gottes? Wo lagert sich der Friede Gottes? Und du gehst mit dem mit, dann hast du Power ohne Ende. Je schlimmer es wird, desto mehr wirst du gepowert, desto mehr lebst du, desto mehr steigst du hoch. Aber, kommen wir mit derselben Bemerkung, auch diese Lebensqualität wird auf die Probe gestellt. Auch hier gibt es wieder eine Krise. Warum? Weil wenn du das mal erlebst und wenn du mal schwarmmäßig unterwegs bist, und bitte, ich rede heute keine Theorien, ihr könnt heute Abend wieder den Schwarm sehen, wie er hier das ganze Gebäude hier aufleckt in Minuten, wie der Schwarm funktioniert. Ihr habt schon gesehen beim Aufbau viel. Habt ihr es gesehen? Ja, also. Genau. Aber die gewissen Einbrüche, die versuchen, diese hohe Lebensqualität wieder abzubauen, geschieht nicht selten auch durch Neuankömmlinge. Das ist wieder eine neue Ebene der Erprobung, wo man die Lebensqualität behaupten muss. Und ich sage dir zum Vornherein, das ist spielend möglich, wenn man unter der Deckung des Friedens, unter dem Leben bleibt, dass das Licht der Menschen ist. Ja? Wir müssen nur immer treu bleiben, diesem einen Führungsprinzip, was tut Gott, wenn Neuankömmlinge sind, die mit ihrem Geist, mit ihrem verwirrten Geist, auch unseren Geist vernebeln. Weil das ist das Schicksal eines Organismus, dass die Menschen Geister, das, was in deinem Kopf ist, in deinem Herzen, in deinen Gefühlen, das vermischt sich mit dem übrigen Organismus. Das heißt, wenn du als Neuankömmling kommst in die OCG, dann
kommst du vielleicht in eine Zelle, die wunderbar geblüht hat, die hat pulsiert, die hat sich im Strom des Lebens bewegt, so wie ein Vogel in der Luft, ein Fisch im Wasser, oder? Tümmler. Und jetzt kommst du rein und plötzlich haben die alle eine Krise. Warum? Weil dein Rauch, der dich umgibt, macht auch ihre Augen blind, macht auch ihre Augen brennend. Das heißt, sie müssen dir helfen, deinen Rauch loszuwerden. Sie müssen helfen, dass du sehend wirst, weil alles, was du nicht siehst, beginnt sich wie eine Decke vernebelnd auf die anderen zu legen. Weil die das gelernt haben, unter dem Führungslicht des Friedens zu bleiben, werden sie von Gott die Weisheit bekommen, um dich so zu navigieren, dass du mündig wirst, dass du dich selber da hindurch ins Licht bewegst, dass du deinen Nebel, deinen Dampf los wirst. Verstehst du? Aber das ist eine Übung. Da sind wir auch noch unterwegs. Da haben wir auch viele Neuankömmlinge, die schon Gruppen leiten, anführen oder begleiten, die vielleicht noch nicht mal diese nötige Zeit bekamen von uns, um selber zu reifen. Also wir sind eigentlich lernend beim Tun. Du musst damit rechnen, wenn du in die OCG kommst, dass du zu relativ vielen Frischlingen kommst, die sich dann üben, unter dem Geist des Lebens dich zu coachen, dass du das auch findest. Aber der Punkt ist, du musst es selber finden. Und unser Punkt ist, wir müssen es dir vormachen, wir müssen dir zeigen, wie man da drin standhaft bleibt. Siehst du? Also, das ist es, wir müssen diesen Nebel überwinden und dann kommen andere Probleme dazu. Je mehr Menschen sich dann dazu gesellen, desto mehr sind diejenigen von uns, die eh schon überall die Führung haben, überall gefragt sind, werden dann noch mehr gefragt, weil wir dazu neigen, menschlich zu sein und denen, die gut sind, immer noch mehr anzuhängen, anstatt den anderen zu vertrauen, die vielleicht noch nicht so gut sind, anstatt die ins Wasser zu schmeißen und zu sagen, fließ mal schön mit dem Geist mit dem Geist des Lebens, versuchen wir auch menschlich oft noch immer die Besten überall zu haben und dann brechen die uns zusammen. Dann ist die Lebensqualität wieder Mause, oder? Und geht's wieder so runter. Aber weil Gott einfach hinzufügt, weil das Zeitalter da ist, wo wir als Organismus erweckt werden, zum Leben erweckt werden, spielt das überhaupt keine Rolle. Wir müssen nur eins wissen, da kommen wir zu den ersten Säulen zurück dort. Am Anfang, wisst ihr noch? Hörachtung von jedem. Ich habe heute die Zuversicht, dass Leute, die neu dazukommen, einfach weil sie im Herzen der Gerechtigkeit leben wollen, habe ich die Zuversicht, dass sie in kürzester Zeit das können, was wir in Jahrzehnten erarbeitet haben. Und das erleben wir auch so. Und wenn unsere OCG euch einführen, wenn ihr euch da anschließt oder einfach lernt von ihnen, werde ich euch blutjunge OCG hinstellen, die euch dieses Geheimnis des Lebens nochmal erklären in aller Ruhe, euch nochmal begleiten und sie werden das können. Wenn sie es nie gekonnt haben, sie können es, ja, wenn es sein muss. Aber wir müssen die Säulen stützen, die schon eh alles tragen und wir müssen lernen, Nachschub, Nachkommen zuzulassen. Also seid auch nachsichtig, wenn ihr vielleicht betreut werdet dann von Leuten, die noch nicht die reife Erfahrung haben von unseren Front-Teams hier, die schon Jahrzehnte hier sattelfest sind, weil diese Teams sind alle voll ausgebucht mit ganz großen Werken. Wir sind angewiesen, dass die Jüngeren, oder die noch nicht so lange dabei sind, ihre Übungen machen. Vielleicht machen sie auch Fehler, ist aber kein Problem, weil jeder Fehler, wenn man drin bleibt und die Führung Gottes sucht, sprich unter dem Frieden bleibt und es unter dem Lebensstrom bleibt, kommt jeder Fehler umso besser nachher. Es steigt umso mehr hoch, wenn wir nur dranbleiben und nicht aufgeben. Um das geht es. Seht ihr, um das zu bewahren, machen wir diese berühmten schonungslosen Bemessungen. Ja. In der Bemessung lernen wir unterscheiden, wo ist dieser göttliche Friede drin. Unterscheiden, kennst du diesen Frieden? Kennst du ihn schon? Wenn nicht, begleiten wir dich da hinein, dass du ihn kennenlernst, dass du ihn anwenden lernst, beziehungsweise, dass du mit ihm mitfließen lernst, dass du mündig, ganz ohne menschliche Hilfe, angedockt wirst an dieses Geheimnis des Lebens, das dein Licht ist, das göttliche Leben. Und sobald du das kannst, bist du wie ein Fohlen, das auf die Welt kommt, eine Stunde später rennt das schon halb über die Weide und beginnt sich das herum zu vergnügen, oder? Das ist so bei uns, ja. Also das kannst du lernen. Aber Bemessung ist eines der Instrumente, der unverzichtbaren Momente, wie sagt ihr, der Einstiegs, das ist wie die Geburt. Wie ein Kind ohne Mutter nicht geboren werden kann, so braucht es eine Geburtshilfe,
wenn du es noch nicht kennst, vorausgesetzt, dass du das in der Praxis am richtigen Ort ansetzt oder ansetzen lässt. Und sobald du diesen Strom hast und mit der Bemessung, das heißt, die Bemessung ist dann abgeschlossen, wir spüren, jetzt ortest du es selber, jetzt hast du die eigene Antenne und dann wirst du oben angedockt, wirst du rausgehen und wirst andere in diese Bemessung einführen, dass andere lernen, unter dieser göttlichen Navigation zu leben. Das ist Bemessung. Und in dieser Bemessung, da leben wir nach diesen Kraftwirkungen. Da spielt es keine Rolle, ob wir Christen oder Moslems sind oder welcher Religion oder politischen Hintergrund. Hauptsache, wir sind aufrichtig und möchten mit der Wirklichkeit, mit dieser Kraftwirkung mitgehen. Davon hängt es natürlich freilich ab. Ja. Jetzt kommen wir aber zum Eingemachten. Jetzt kommen wir in die Nähe des achten und letzten Säule, wo es dann wirklich um XXL geht. Jetzt reden wir noch von Qualitätsstufe XL. Jetzt müssen wir aber wissen, so wie jede einzelne Qualitätsstufe eine Krise hatte und angefochten war und durch eine Bewährung durch in eine neue, tiefere oder höhere Dimension kommen muss, so wird auch jetzt diese XL-Dimension, von der wir sprechen, und da stehen wir, wie gesagt, als OCG seit Jahren, Jahrzehnten jetzt dann bald drin und haben uns hier durchbewährt bis heute, aber du musst wissen, jede Gruppierung, die in diese Lebensqualität, in diese Dimensionen vordringt, sie wird nicht unbeachtet bleiben. Wir waren schon nicht unbeachtet, als wir nur 30, 40 Leute waren, schon sind die Medien eingefallen. Das hat ihnen nicht gepasst. Sie haben gespürt, dass sich hier eine Einheit formiert. Und hier lernst du erkennen, dass es geistige Mächte gibt. Ja. Wir haben uns nur ganz im kleinen privaten Rahmen versammelt und plötzlich wusste die halbe Welt Bescheid. Plötzlich ging das durch alle Medien, weil ich sag's mal, wie es ist, der Teufel hier draußen, der hat auch seine Leute, die er coacht, die er braucht. Er möchte auch einen Körper, der ihm dient. Und er wittert wie der Löwe das Lamm wittert oder die Gazelle, wittert der Teufel da draußen wirklich, wenn sich eine göttliche Formation entwickelt. Weil du musst wissen, das muss ich hier einfach mal kurz einschieben, die Bedeutung des Menschen, der Zweck des Menschen ist die Überwindung teuflischer Kräfte, die sich hier unten eingenistet haben. Das ist eine ganze Studie für sich, kannst du 1. Mose 1 schon lesen. Der Mensch ist dazu geschaffen, der Schlange, das spricht dem Teufel, den Kopf zu zertreten. Und der Teufel schnappt halt nach den Menschen, nach den Fersen, nach den Schwächsten. Ja. Also, was ist der Punkt? Diese Prozesse, diese Werdeprozesse unter der Führung und Kraft Gottes, unter der Navigation des Himmels, wird beobachtet, wird angegriffen, wird angefochten. Es wird als Parallelgesellschaft wahrgenommen und man wird dann auch als Parallelgesellschaft oder ich nenne andere Begriffe, wird dann plötzlich als Nazi verdammt, obwohl du da gar nichts mit Nationalismus am Hut hast. Oder? Du wirst plötzlich als Verschwörungstheoretiker, als Rechtspopulist, als Sektierer und all die schönen Titel, die ihr schon kennt, wirst du plötzlich angefochten. Du hast plötzlich in dieser hohen Dimension der Lebensqualität eine scheinbare Überlagerung, die dir das wieder streitig machen möchte, die dich zur Kapitulation zwingen möchte. Also mediale Oppositionen, die sowas gar nicht mögen, sind plötzlich da. Die sehen das gar nicht gern. Und mit wem immer das geschieht, wer immer sich auf diesen Weg der Einheit macht, erfährt das. Wir hatten kürzlich eine Einladung von der AfD. Es war die erste freie Medienkonferenz. Die AfD ist entschieden, mit den freien Medien zusammenzuarbeiten und nicht mehr den Mainstream die Ehre zu geben, sondern wir werden direkt jetzt von ihnen beliefert. Und ja, also wir waren da im Bundestag eingeladen, diese Tage war das, alle freien Medien, und sie haben uns fest zugesagt, jetzt werden wir mit euch zusammen, ihr habt uns in die Regierung geholfen, jetzt werden wir mit euch zusammen weiter aufbauen und schon werden sie als Parallelgesellschaft in der Gesellschaft gehandelt. Ist doch interessant, oder? Ist erst die Opposition eigentlich in der Regierung drin? Die Regierung stellen ja immer nur die SPD und wie sie alle heißen. Sie sind ja nur die Opposition. Jetzt werden sie schon
als Parallelgesellschaft dargestellt, nur weil sie die freien Medien alle eingeladen haben, gesagt, wir möchten mit euch zusammenarbeiten, nicht mehr mit dem Mainstream. Der hat genug gelogen, das ist vorbei, oder? Jetzt sind sie Parallelgesellschaft, jetzt sind sie Nazis, jetzt sind sie Sektierer, jetzt sind sie alles das, was wir auch sind. Und das sage ich dir nur, das ist auch bei der SVP so in der Schweiz. Sobald eine Partei oder eine Bewegung, woher sie auch sein mag, politisch oder ideologisch, spielt gar keine Rolle, auch kulturell geschieht dasselbe. Sobald sich eine Bewegung in diese Einswerdung reinbegibt, bekommt sie ein und dieselben Titel, ein und dieselben Feinde, ein und dieselben Probleme. Und alle, die hier nicht durchgehen, weitergehen und noch mehr eins werden und sich noch mehr verbinden, die werden das Rennen verlieren, werden die Lebensqualität wieder abgeben. Aber ich wäre jetzt bei der achten Stufe, und das ist die letzte, leider auch eigentlich die ausführlichste, aber hier mache ich jetzt nur noch Kompromisse. Hier deponiere ich jetzt eigentlich nur noch, was der Punkt ist, um was es geht. In der achten Stufe reden wir davon, dass ich in dieser Botschaft mal die höchste Stufe XXL, da geht es darum, diese Lebensqualität von XL, die wir bereits geschmeckt haben, sage ich es mal bescheiden, in der wir schon leben, geht es diese nicht nur zu bewahren, sondern auszubauen, um in XXL vorzugehen. XXL ist die Dimension, wo das, was jetzt im Kleinen geschieht, mit Christen und Juden und Moslems und Politikern und Wirtschaftsbossen, nein, nicht Bossen, mit Wirtschaftsleuten, mit Wissenschaftlern, was wir alle so sind, querbeet ein, in eine noch weitere Dimension, in eine internationale Dimension, eben mit gerechten Regierungen zusammen von allen Ländern. Ich sag's mal mit diesen Worten, einfach eine Erweiterung in den nächsten Kreis der Menschheit, die jetzt bereit ist, die da einsteigen will, die denselben Zug hat. Aber das ist die wirklich nächste große Dimension, wo eine Lebensqualität von nie gekannter, das übersteigt auch alles, was ich bis jetzt gesagt habe, das ist nochmal eine andere Lebensqualität, da kommst du langsam wirklich nach Hause, da kannst du von Anbruch des tausendjährigen Reiches sprechen, da kannst du von der Ankunft Gottes auf Erden sprechen, wenn sich das ereignet. Ist noch nicht ganz da, aber da mündet es hinein. Aber diese noch krassere, also diese absolute Lebensdimension XXL, wo die Menschheit anfängt zu umfassen, wo es nicht New World Order im Sinne einer Diktatur, einer 666-Diktatur gemeint ist, sondern eine Menschheit, die als Organismus sich zu dienen beginnt, wie wir es als OCG schon seit Jahrzehnten machen. Das, ihr Lieben, steht auf dem Plan. Das wird sich ereignen, mit oder ohne uns. Das ist jetzt das Zeitalter, wo das geschieht. Das geschieht wie die 17-Jahres-Zikade, die alle nach 17 Jahren zu Millionen gleichzeitig aus dem Erdreich hochsteigen zur selben Stunde, millionenweise. Das geschieht jetzt, sage ich euch, das Programm. Aber und jetzt wird's brisant, das ist nicht kampflos, wovon ich spreche. Die achte Stufe ist die angefochteste Stufe überhaupt. Denn ich muss wieder darauf hinweisen, da sind wir jetzt eigentlich fast wieder am Anfang mit der Problematik. Ich muss darauf hinweisen, dass alle wunderschönen Entwicklungen, die wir haben können miteinander, an Lebensqualität, an fühlbarer Herrlichkeit, dass es ein Nichts ist, wenn 5G nur allein zum Beispiel uns niedergart, bis wir von Sinnen sind, bis wir nicht mehr klar denken können, bis wir nur noch wie Roboter funktionieren, bis wir nur noch einfach unsere Arbeit tun wie sklavische Männchen und keine Entwicklungsfähigkeit mehr haben, weil die uns ausgebrütet wird im Kopf. Versteht ihr? Da müssen wir durch, ihr Lieben, da müssen wir durch. Und dann gibt es diese 666, oder diese berühmte Zahl, die jetzt voll im Gange ist, zusammen mit 5G, der Plan, alle Dinge miteinander elektronisch zu vernetzen, dass du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, dass man die mit Knopfdruck auseliminieren kann, mit elektronischem Geld, weg mit, du kannst dich nicht mehr bewegen, du sollst formbar gemacht werden. Ihr Lieben, das sind die Dinge, die der achten Stufe der Lebensqualität dem entgegenstehen. Hier brechen wir durch oder wir haben total verloren. Und die Bibel kennt nur einen großen Begriff für diesen großen Kampf, der hier bevorsteht, oder diese große Krise. Man könnte sagen, die achte Krise ist die größte, oder?
ist dasselbe Prinzip, was sich wiederholt auf den Stufen 1 bis 7, die wir gesehen haben. Aber die größte Krise, von der wir jetzt gerade sprechen, die uns das streitig machen möchte, zunichte machen möchte, die nennt die Bibel Harmageddon, oder? Harmageddon, Offenbarung 16, 16. Natürlich schauen jetzt alle nach Irak oder Iran runter, ja, weil Harmageddon liegt da unten. Irgendwo dort in diesen Bereichen drin ist dieses Harmageddon. Harmageddon bedeutet eigentlich nichts anderes als Berg der Schlachten, der Ort, wo Schlachten stattfinden. Aber was wir nie vergessen dürfen, oder also was wir wissen müssen zuerst einmal, Harmageddon ist eine geistliche Wirklichkeit. Wenn sich tatsächlich ein dritter Weltkrieg in Harmageddon entzündet, dann ist das nur die Folge davon, ist nur der Schatten davon, was im Geist vorangegangen ist oder parallel läuft. Versteht ihr mich? Jetzt sind wir hier in der Hochschule angelangt. Merkt ihr, jetzt sind wir im Geistesbereich angelangt. Ich erkläre euch das kurz. Alles, was im Geist geschieht, schlägt sich sichtbar auch nieder. Das Harmageddon, das im Gange ist, das wirkliche Harmageddon, ist die Schlacht zwischen den geistigen Mächten. Ich mache es jetzt mal ganz plump, schwarz-weiß. Die Schlacht zwischen Gut und Böse. Du merkst immer mehr, wie diese Zeit in diese Reife gekommen ist, wo der hinterste und letzte merkt, es gibt Gut und es gibt Böse. Bis noch vor kurzer Zeit war das noch stark in Frage gestellt bei vielen Menschen. Aber dadurch, was alles geschieht, mit dem ganzen arabischen Frühling, mit all den Farbrevolutionen, Rosen und was für Revolutionen, mit den ganzen Regierungsumstürzen, mit den ganzen Kriegen und hinterhältigen Völkerverschiebungen und kennt ja KlarTV, jeder weiß heute, dass etwas Böses im Gange ist. Kürzlich hat ein Aufklärer mir gesagt, Ivo, es gibt den Teufel. Ja. Da war er noch vor wenigen Jahren anderer Meinung, da dachte er, es gibt Gutes und Böses und alles ist ein bisschen in uns. Das stimmt ja, oder? Aber dass es einen baren Teufel gibt, wie es einen baren Gott gibt, das musst du lernen, das musst du begreifen. Dass es einen Teufel gibt, der keine Ruhe hat, bis er die Werke Gottes zerstört hat mit Stumpf und Stiel. Und das ist Harmageddon, Gut gegen Böse, Licht gegen Finsternis. Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit. Versteht ihr? Und da müssen wir durch. Und ich sage dir, je mehr dieses Harmageddon sich anbahnt und das Gute sich organisch in der Kraft Gottes sammelt, zu Licht wird, weil es ein Kampf zwischen Licht und Finsternis und Licht ist und bleibt stärker als Finsternis. Sobald das geschieht, schlägt sich das in Kriegen nieder. Weil der Teufel, so steht es geschrieben, weil der Teufel hier seinen Raum verliert, er hat immerzu die erste Aufmerksamkeit auf gerechte Gerichte gehabt. Sobald jemand etwas Gutes tun wollte, ist ihm der Teufel dazwischen gekommen, hat ihm seine Familie irgendwie zerstört, irgendwie Krankheiten reingebracht, irgendwie Ärger gemacht, Spaltung und all diese Dinge mit seinem Maulwurf, versteht ihr? Und das will er jetzt ganz vernichten, ganz in die Vernichtung reinbringen. Das ist das Problem, das wir haben, siehst du. Er hat alles zerstört, hat alles in diese Schieflage gebracht. Und jetzt geht es darum, diesen Teufel wieder rauszukriegen. Diesen Teufel gemeinschaftlich rauszukriegen. Und wenn er uns nicht mehr kippen kann, die Gerechten, die Heiligen und Gerechten nennen wir sie einmal, die im Licht waren, wenn er uns nicht mehr hat, sagt die Bibel, bekommt er so eine Wut, dann stürzt er sich auf die anderen und versucht alles zusammenzuschlagen, was er kann, damit diese Lebensqualität verloren geht, damit diese göttliche Fähigkeit verloren geht. Aber ich will euch etwas sagen, ihr Lieben. Hier gewinnen wir und wir verlieren. Der Kampf ist entschieden, wenn das Licht gewinnt. Ja? Geplant, das haben wir von Albert Pike gesehen, Briefen Mazzini und diese Dinge. Geplant waren alle drei Weltkriege. Also ich sage mal drei Weltkriege. Ganz genau, wie es gekommen ist. Erster Weltkrieg mit dem Ziel, den Zaren zu stürzen. Zweiter Weltkrieg mit dem Ziel, Jerusalem, Israel zu gründen. Genauso, Jahrhundert vorher, oder 10, 20, 30 Jahre vorher, schriftlich niedergelegt. Und dort steht, ein dritter Weltkrieg ist geplant, der sich zwischen Juden und Moslems da in Richtung Armageddon, da unten irgendwo entfesseln soll, die Hetze gegen die Moslems. Ja, dass da auf dieser Ebene ein dritter Weltkrieg entstehen soll. Und ich sage euch, dieser dritte Weltkrieg wird kommen, wird kommen, wird kommen. Aber die Frage ist, werden wir gewinnen? Können wir das Schlimmste vermeiden, oder? Können das Schlimmste vermeiden. Und ich sehe nur einen Weg, ihr Lieben, und darum seid ihr hier. Darum seid ihr hier. Wir müssen diesen Kampf durchsetzen. Wir dürfen nicht einfach passiv zuschauen, wie sich hier diese Pläne der Teufel manifestieren
wie das alles den Bach runtergeht. Aber eines steht fest, ihr Lieben, wir gehen nach Armageddon und dieses Armageddon findet hier und jetzt statt im Geist. Das ist das Allererste. Ja. Und meine Hoffnung, mein Ziel ist es, dass wir hier endlich durchbrechen. Das heißt, dass es eben durch den Sieg des Lichtes über die Finsternis zu keinem Armageddon da unten kommt. Weil das überlebt keiner von uns. Verstehen wir das? Das überlebt niemand. Aber diese ganze Hetze, diese ganze Aufrührerei, wie ihr es auf Klar.TV ja genug mitbekommt, gegen Iran jetzt und all diese Dinge, wo man genau weiß, da ist Russland alles mit drin. Ein dritter Weltkrieg verkraftet diese Welt nicht. Ja. Aber ich glaube fest daran, dass dieser dritte Weltkrieg, also ich glaube daran, ja. Ich kann das nicht beweisen. Vielleicht ist das jener Punkt, wo ich dann irgendwann sagen muss, ich habe mich geirrt, aber ich glaube daran. Und solange ich Glaube habe, gehe ich davon aus, dass Gott in mir glaubt. Ja. Ich habe den Glauben, dass wenn wir die Menschen vereinigen können, dass wir zusammen Organismus sind und organisch hinwachsen, diese Lebensqualität XXL, und zusammen diese organischen Werke tun, die wir coachen, wie wir es können, dass wir auswachsen, glaube ich daran, dass wir diese Herren, und es sind ja nicht so viele, es sind ja nur ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend, oder letztlich die wirklichen Schalthebel drehen, hast du wie hieß er nochmal, ja, jetzt hat es wieder ein Mann in Klar.TV gezeigt, letztlich sind es manchmal nur drei Leute, die hier die ganzen Schweinereien ablassen und all die Gesetze durchboxen und diese Einflüsse haben über die Wirtschaft. Ja. Wenn es uns gelingt, zu Lichtkanonen zu werden, Licht zu machen, aufzuwühlen, dass die Welt aufgeklärt wird, können wir damit rechnen, dass eine Massenbewegung entsteht, wo keiner mehr in ihre Kriege zieht, wo keiner mehr auf ihr Geld angewiesen ist, wo keiner mehr interessiert, was sie da tun. Ja. Weißt du, und das ist eben der Punkt, wenn wir den Leuten sagen, ja, das Geld muss einfach weg, weil da hängt alles dran, oder? Das Geld muss weg, dann sagt ihr, das geht nie. Und ich sagte, ich habe jetzt 40 volle Jahre in der Schweiz bewiesen, dass es geht. Man kann das Geld auf die Seite werfen und einfach dienen. Ja. Und natürlich, jetzt kommt wieder Ratio und sagt, ja, aber du hast ja auch Geld gebraucht, ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Nein, aber Menschen sind vom Himmel gefallen. Ich habe keinen Menschen je angebettelt. Ich habe nie einem Menschen gesagt, was ich brauche. Nie, zu keiner einzigen Stunde. Verstehst du? Ich habe es nur immer mit Gott besprochen. Ich habe gesagt, das brauchen wir. Und dann hat Gott die Menschen bewegt. Da spritzt mir das Wasser aus dem Glas. Ja? Es geht. Das ist der Punkt. Es geht. Und ich möchte mit diesem Vorbild sagen, damit haben wir bewiesen, 40 Jahre lang in der Schweiz, im teuersten Land der Welt, oder? Haben wir bewiesen, dass es hier geht, ohne einem Menschen was zu sagen. Und das ist ja nur ein Thema. Aber wenn die Menschheit davon Wind bekommt und merkt, wir brauchen gerne Bitcoins oder irgend noch was sonst, es mag ja Übergangsdinge geben, ist mir alles wurscht. Ich habe meine Mission und die gebe ich nicht durch Theorie weiter, sondern durch Praxis, ja? Indem ihr heute hier seid und hier unentgeltlich seid und keiner fragt danach und nie hat jemand danach gefragt. Und so machen wir das. Das ist nur ein Segment. Wir haben hunderte davon, wo wir komplett anders leben wie andere, weil wir unter diesem Gesetz des Lebens sind. Ja? Und ich habe diese eine Hoffnung, Armageddon, wir müssen es überwinden. Und jetzt komme ich zum Kern. Das ist jetzt kommt das vielleicht entscheidendste, gefährlichste, was ich je in meinem Leben gepredigt habe. Aber ich muss es sagen, es muss einfach sein, es muss sein. Seid ihr offen? Wie wird es sein, das Armageddon? Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ich sage dir, was das Problem ist. Ich enthülle dir was. Der Punkt ist, alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Der Punkt ist, der Mensch wurde unsterblich geschaffen. Der Mensch wurde vollkommen geschaffen. Mit einer unsterblichen Seele, mit einem unsterblichen Leib. Der Mensch wurde geschaffen als Keim Gottes, um göttliche Natur zu haben, um göttliche Fähigkeiten zu haben, und zwar der Mensch. Wir reden hier nicht von Gut und Böse, sondern vom Menschen. Das ist seine Bestimmung.
Und jetzt kennen wir den berühmten Sündenfall und all diese Dinge. Wir haben erfahren, wie die Menschen in den Dreck reingekommen sind, wovon göttlich keine Rede mehr sein kann. Da kannst du nur noch Narren und Toren und Boshaftigkeit in jeder erdenklichen Weise finden. Es war nicht mehr zu leben hier unten. Der Mensch ist verderbt und verdorben. Darüber brauchen wir keine extra Predigt mehr. Jetzt ist es aber so, dass die Schrift dem Menschen das Sterben verordnet hat. Gott hat dem Menschen gesagt, du musst sterben. Du kannst nicht mehr ewig leben. Und du verlierst auch deine Göttlichkeit. Ich lese dir mal so einen Psalm vor. Psalm 82, Vers 6 und 7. Da sagt Gott zu den Führern seiner Zeit: Ich habe zwar gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten seid ihr alle, aber doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie gewöhnliche Sterbliche. Merkt ihr mal das gut, das ist die Grundvoraussetzung, wovon ich jetzt rede. Gott hat ihnen gesagt, du musst sterben. Du bist zwar göttlich geschaffen, ihr alle seid Götter, also ist die Mehrzahl von Theos im Griechischen, Gott, Götter. Ihr seid Götter, aber ihr müsst wie Menschen sterben. Jetzt haltest du das mal im Hinterkopf. Und jetzt lesen wir zusammen, und ich sage dir gleich noch einen Titel vom achten Punkt, was das Geheimnis ist, wie wir Harmagedon bezwingen, wie wir Harmagedon im Geist, diesen Kampf, Licht, Finsternis, wie wir den gewinnen oder was sich hier entwickelt. Es geht um Entsiegelung und es geht um Versiegelung von Wirklichkeiten, von Wahrheiten, von Geheimnissen, die jetzt entsiegelt werden müssen. Das tue ich genau jetzt mit dieser Predigt noch als letzten Punkt. Um was geht es bei dieser Versiegelung und Entsiegelung? Welches Geheimnis geht es? Jesaja 8, Vers 16. Ich möchte nur zeigen, dass Gott Versiegelungen vorgenommen hat. Und ich möchte dir zeigen, was diese Versiegelungen sind. Jesaja 8, 16 sagt Gott zu Jesaja, dem Propheten: Binde die Offenbarung zusammen, versiegle die Bezeugung, also das, was Gott ihm jetzt gerade gesagt hat, binde die Offenbarung zusammen, versiegel die Bezeugung in meinen Jüngern. Ich kann es auch sagen, in meinen Lernenden. Ich möchte dir damit zeigen, schon im Alten Testament hat Gott Geheimnisse ausgesprochen, hat gesagt, erzähl das nicht nach draußen. Ich sag das nur denen, die mir angehören, die mir nachfolgen, die Lernende sind von mir. Gehen wir nach Daniel 12, Vers 4, siehst du wieder dasselbe. Gott tut solche Dinge, zeige ich damit. Da sagt Gott, und du Daniel, halte die Worte geheim, die er gerade zu ihm gesprochen hat. Halte die Worte geheim und versiegle das Buch, das du jetzt gerade schreibst, bis zur Zeit des Endes oder der Vollendung, kannst du sagen. Und dann viele werden sie diese Worte intensiv durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren, aber erst in der Zeit des Endes, wo alles den Bach runtergeht. Hast du es verstanden? Gott versiegelt Geheimnisse. Er bindet sie in seine Jünger ein und lässt sie nicht nach außen dringen. Sprich, die draußen wissen etwas anderes als die drinnen. Die drinnen wissen mehr als die draußen. Ja, verstanden? Neuen Testament geht es genauso weiter, Offenbarung 10, Vers 4. Versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe dies nicht. Versiegle, wo? In den Jüngern drin. In den Heiligen und Gerechten. In denen, die bereit sind, Körper für Gott zu sein. Die nicht selber ihren Kopf in der Regentschaft setzen und mit ihrem Mikroverstand versuchen, die Welt zu beherrschen oder Menschen zu führen. Kannst du doch gar nicht, verstehst ja gar nichts. Niemand versteht etwas von den Menschen. Gott allein versteht. Er ist das Haupt. Versiegelung hat stattgefunden, mit anderen Worten, Verheimlichung von Lebensqualität hat stattgefunden. Ich bleibe jetzt ein bisschen eng beim Thema. Gell? Versiegelung von Geheimnissen heißt Versiegelung von Lebensqualität, Verheimlichung von Lebensqualität. Und jetzt nochmal, warum in den Jüngern? Darum, weil diese Gott untergeordnet als Gestalt Gottes leben. Und ich bringe es jetzt ab den Punkt, weil das Geheimnis den Heiligen, den Gottgeweihten gelten soll, dass sie Vorsprung gewinnen in diesem Geheimnis, heranwachsen und nicht die Teuflischen. Es gibt
Göttliche, es gibt teuflische Menschen hier unten. So wie es göttliche und teuflische Mächte gibt in der unsichtbaren Welt. Es gibt Menschen der Bosheit, die sind darauf angelegt, wie die Zecke, Blut zu saugen, wie die Vampire. Sie leben vom Böses tun, vom Mord und Totschlag, vom Quälen von Menschen. Wer das heute noch nicht glaubt, bitte, die Zeit kommt, wo du es noch mal besser verstehst. Wir werden so lange besser verstehen, bis wir in dieses Armageddon reingehen wollen und sagen, jetzt ist Schluss damit, oder? Das ist das Problem, das wir haben. Es kommt auf uns zu. Wir haben uns das nicht ausgewählt, wie alles andere auch nicht. Die ganzen 7 Punkte, das kam alles immer auf uns zu. Das sind Ereignisse. Aber ich sage es mal so, sobald die teuflisch Veranlagten begreifen würden, dass sie göttlicher Natur sind, dass sie noch immer göttliche Kräfte besitzen, über göttliche Kräfte verfügen, dass ihnen noch immer keine Dinge unmöglich sind, obwohl Gott gesagt hat, du wirst sterben von jetzt an. Ja. Wenn sie das begreifen, würden sie mit dieser Macht die ganze Welt versklaven. Sie würden dir einen Chip unter die Haut jagen. Sie würden eine 666 in dein Leben bringen, ein WWW, und würden dich damit in ein Netz verstricken, voller Unzucht, voller Hurerei, voller Dinge der Lüge, voller Dinge. Sie würden ihre Macht gebrauchen, um Erfindungen zu machen, um dich zu versklaven, dass sie dich auf Schritt und Tritt beherrschen können. Sie würden ihre Weisheit, ihre göttliche Weisheit dazu benutzen, Systeme zu entwickeln, wo du nichts, keinen einzigen Schritt mehr, keine Entscheidung mehr fällen kannst, wo du ganz zu ihrem Sklaven wirst, wo du nur noch machst, was sie wollen. Sie würden ihre Macht missbrauchen, um die Menschheit zu dezimieren. Sie würden die Macht missbrauchen, um Dinge zu erfinden, krankmachende Dinge, an denen sie Geld verdienen. Spürt ihr, wovon ich gerade rede? Das ist passiert, versteht ihr? Das hat sich ereignet. Ihr müsst einfach mal wissen, die ganze Freimaurerei, dieser Luzifer-Kult, den wir jetzt genug nachgewiesen haben, dass in der oberen Etage das ein reiner Satanismus-Kult ist. Sie wissen um all diese Geheimnisse, das, was versiegelt wurde in den Jüngern, dass die Jünger in der Gestaltgewinnung Gottes zunehmen sollten, damit Gottes Gerechtigkeit, Gottes Liebe, Gottes Gesamtorientiertheit und so weiter, dass die sich für die Schwachen sorgt, dass das die Regentschaft hat hier unten. Wir haben es versiegelt in uns und die anderen haben das wieder entdeckt. Schon längst wissen die, wie man auf Übernatürlichkeit zurückgreift. Schon längst wissen sie es. Und daher diese wahnsinnigen Erfindungen und Dinge, dass sie da im Weltraum rumflitzen und all diese Überwachungsgeräte, Satelliten und Zeug und all diese Erfindungen, wo du doch dich immer schon gefragt hast, wo in aller Welt nehmen die Leute das her, oder? Daher haben sie es, weil sie das Siegel, irgendwer hat dieses Siegel vor Zeiten gebrochen. Ich kann dir nicht sagen, wer. Ich kann dir nur sagen, das Problem ist, die Macht Gottes ist in falsche Hände geraten. Verstehst du? Und was wir als Gegenpol machen können und müssen, ist, dieses Siegel zu brechen. Das, was in den Jüngern versiegelt war, ich sage dir es auf einen Punkt zusammengenommen, was es war. Es war die Erkenntnis, dass du unsterblich bist, noch jetzt. Verstehst du das? Jesus ist gekommen, lies mal Johannes 8. Mindestens 5-mal sagt er, wer mir vertraut, wer mit mir mitgeht, bekommt die Erkenntnis, dass er noch unsterblich ist, dass er vom Baum des Lebens ist. Da kommen all diese Bilder ins Spiel, wo am Anfang das Leben, die Göttlichkeit der Menschen verloren ging, die Unsterblichkeit. Jesus sagt, du wirst nicht sterben, du wirst leben. Und du stehst hier und sagst, ja, alle sterben, alle sterben, alle sterben. Er bringt es nicht in unsere Köpfe rein, dass das eine Versiegelung war, oder? Wenn Gott sagt, du wirst sterben, dann stirbst du. Aber das war eine Versiegelung. Seinen Jüngern sagt er, du hast ewiges Leben. Wenn du mir vertraust, sage ich dir, hör auf meine Worte, du bist nach wie vor unsterblich. Du musst nicht sterben. Du kannst die göttlichen Qualitäten zurücknehmen. Aber hast du es begriffen, hast du es kapiert? Du gehst nicht mehr ohne mich. Ich bin das Haupt. Du gehst nicht mehr durch, Adam, mit Eva, oder? Du machst nicht mehr diese Sprünge. Hast du es kapiert, Mensch, oder? Und er sagt uns, ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle seid Götter. Und uns sagt er jetzt, und ich sage das jetzt jedem Menschen, verstehst du? Und viele Böse wissen es noch nicht, und das ist das Problem mit Armageddon. Wir müssen es jetzt sagen, dass jeder Mensch, gleich welcher Abkunft, gleich welcher Herkunft, ich sage mal, selbst gut oder böse,
Ihr müsst es wieder wissen. Ihr seid Götter, ihr habt Gott in euch und Gott möchte in euch sein. Und wenn wir synergisch werden, Gott in uns synergisch, werden wir zu dieser Lichtkraft, zu dieser Überwindungskraft, wo Gott, wo, das nennt sich in der Schrift, wo Christus in uns auferscheint, wo dieses Licht der Wahrheit wieder durchgeht, wo wir die Schwerter zu Pflugscharen machen. Versteht ihr? Ja? Aber jetzt, was heißt Schwerter zu Pflugscharen? Schwerter sind bis jetzt diese Kampfmittel, Kriegswaffen. Was ist eine Pflugschar? Eine Pflugschar ist etwas, das ins Erdreich geht und alles, was unten ist, nach oben und oben nach unten wühlt. Das ist Aufklärungsarbeit, ihr Lieben. Versteht ihr das? Das ist Aufklärungsarbeit. Sie machen Winzermesser aus ihren Waffen. Winzermesser, um zu beschneiden. Das, was wir die ganze Zeit hier reden, wo man sich scheidet, Licht von Finsternis, Gut von Böse. Versteht ihr das? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Wir sind nicht berufen, dem Krieg entgegenzustehen, indem wir alleine unsere Waffen hinwerfen und dann einen Pflug machen und Kartoffeln ansäen. Weil die sind vergiftet, verstehst du? Die sind vergiftet und verstrahlt. Und wenn wir so weitermachen, haben wir keine Bienen mehr und 4 Jahre später sind wir alle Mause, oder? Pflugscharen, Schwerter zu Pflugscharen bedeutet zuallererst einmal, dass wir alles umwühlen, dass das, was unten ist, nach oben kommt, oben nach unten, dass aufgedeckt wird, dass aufgewühlt wird, dass die fruchtbare Erde, die Menschen wieder aufgewühlt werden, dass sie aufstehen, aufwachen, dass wieder Beschneidung stattfindet, dass die Lüge wieder rausgeht, dass Böse wieder abgeschnitten wird. Eben, was ist gut, was ist böse? Man kann natürlich jetzt hier tagelang darüber reden. Ich möchte es nur ein bisschen skizzieren, ja? Weil man muss das wieder definieren, dass man weiß, wofür man kämpft. Gut ist, was den Naturgesetzen treu bleibt. Versteht ihr? Schlecht ist, was Naturgesetze bricht. Gut ist, was das Gemeinwohl, wirklich das Gesamtgut, Gesamtgerechtigkeit fördert. Gut ist, wo man mit den gesetzmäßigen Kräften mitfließt, zum Gesamtguten hin, ja. Gut ist, was das Schwache berücksichtigt, ja. So wie die Babys, die wir auf die Welt bekommen, oder? Wie du sie hegst und pflegst, dich um das Schwächste am meisten annimmst, das ist gut, oder? Wo der hinterste und letzte Schwache wirklich getragen wird, nicht von einer Pharma ausgebeutet und von allen Seiten ausgebeutet. Schlecht hingegen ist der Ego-Individualismus. Alles, was ausbeutet, alles, was rücksichtslos ist, alles, was nur das Starke hochjubelt und das Schwache kaputt macht. Ja? Und natürlich, wie schon immer, Lügen, Morden, Rauben, Stehlen, all diese Übelkeit, all diese Treulosigkeiten, Unzuverlässigkeit, Wortbruch und all dieses Furchtbare, das Unverbindliche. Versteht ihr, man kann ja hier jetzt nicht einfach eine Gesetzestafel auflisten. Ich habe gesagt, was das Gesetz des Geistes des Lebens ist. Es ist der Lebensstrom Gottes, wo der Friede Gottes gemeinschaftlich auf uns sich niederlässt, auf den Kindern des Lichts. Gemeinschaftlich, das nennen wir das gemeinschaftliche Zeugnis. Die Bibel nennt es das gemeinschaftliche Zeugnis. Wo es gemeinsam hochgeht, dort liegt das Gute. Ja? Und wenn bei uns nur einer runtersinkt, bleiben wir so lange stehen, bis alle wieder oben sind, bis ein gemeinsamer Friede sich durchgesetzt hat. Das ist keine Demokratie, das nennen wir Theokratie. Wenn 100 Leute sind, haben 100 Leute eine Einheit. Ja? Als ich da kürzlich in diese AfD eingeladen war, im Bundestag einer der Führer angesprochen und ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, was sie für Spaltungen und unglaubliche Uneinigkeit haben in den Fundamenten. Ja, das ist halt so. Sage ich, nein, das ist nicht so. Wir sind 2000 Leute, die zusammenarbeiten wie ein Mann. Dann ist er so hingestanden, sagt er, dann sind sie eine Sekte. Da habe ich gesagt, ja, besser eine gute Sekte als eine schlechte Kirche. Ja, natürlich hat es nicht so gemeint. Natürlich hat es so gemeint. Das ist der verdrehte Kopf, verstehst du? Nein, wenn wir 2000 sind, stehen wir so lange still, bis alle 2000
vom selben ergriffen sind, dasselbe sehen, und zwar nicht manipulativ durch Medienarbeit, durch all diese Lügentricks, so Fake News, oder? Sondern durch Wahrnehmung des Geistes. Und wenn jemand bei jemand runtersinkt, bleiben wir so lange stehen, bis er argumentiert hat. Und dann wird er in dieser Argumentation im Kreise der Kinder des Lichts, wird er merken, falls er falsch liegt, wo es ist, und es wird ihn hochkatapultieren, weil er sagt, oh mein Gott, ich habe mich nur im Spiegel gesehen, oder? Ich habe hier was verklagt, dabei bin ich der Verkläger, oder? Ich habe mich Nachteil befunden, dabei habe ich übervorteilt. Oder wenn er Recht hat, können 2000 Leute andere Meinung haben, wenn der reinkommt, der spricht die Wahrheit, er ist ein Kind des Lichts, er spricht die Wahrheit aus Gott, macht es so, sind die 2000 im Nu bekehrt. Alle 2000. Gott ist alles in allen. Und seht ihr, das ist die Aussicht, die wir haben in diesem Armageddon-Kampf. Wir können mit allen Menschen, die sich diesem Lauf, dieser Intuition, diesem Friedensweg, diesem Liebesweg, diesem kraftorientierten Weg anschließen wollen, wir können, oder ich sage es anders, wir müssen alle mit reinkriegen. Wir müssen den Menschen wieder sagen, was für Veranlagungen das sie haben. Wir müssen ihnen wieder sagen, wie das geht, wie das funktioniert. Und wir sollen sie gewinnen, dass sie sich mit uns zusammen in eine Reihe stellen, wo diese Einheit, und jetzt reden wir eben von Theokratie, wo alle eins sind, wo keine Demokratie ist, nicht 50 oder 51 gegen 49, sondern 100%, wo diese Wahrnehmung über alle kommt. Und ich sage dir, das ist Lebensqualität. Das ist Lebensqualität, kann ich euch versichern. Wollt ihr da mit rein? Aber seht ihr, wir haben hier noch einige Hürden zu nehmen, weil das Problem ist, es gibt einen Baum, eine Frucht, das wurde heute schon mal erwähnt. Es sei, man liebt den Baum samt der Frucht, sonst kommen wir da nicht rein. Aber das Problem, das wir haben, es gibt Leute, die lieben den Baum und sie hassen die Frucht. Und andere, sie hassen den Baum und sie lieben die Frucht. Verstehst du diese Sprache schon? Ich lege sie dir kurz aus, weil das sind die Überwindung, die Krisen, die wir überwinden müssen. Und darum möchte ich klare Sprache reden, wenn ich euch heute einlade, hier synergisch zu werden, hier in diese Nummer einzugehen. Ja? Die Anwendung von, wenn ich sage, die einen lieben die Frucht und sie hassen den Baum, sage ich so. Die einen Menschen, die lieben das, was von der OCG ausgeht. Wie die OCG wirkt, sie lieben es wirklich, ja. Klatt-TV lieben sie, S&G lieben sie und AZK lieben sie. Sie lieben es, wenn sie bedient werden, ist die Frucht. Sie lieben diese Frucht, bedient zu werden, dass alle für sie da sind, dass man alles unentgeltlich macht, dass man sich liebt, bedingungslos und so weiter. Das lieben sie, aber sie hassen den Baum, sprich die Verbindlichkeit. Das ist der Baum, versteht ihr? Die Frucht kommt von einem Baum. Der Baum heißt Verbindlichkeit, der Baum heißt Struktur, verbindliche Struktur. Da lieben die Menschen unsere Frucht und sagen, aber mit Verbindlichkeit und Struktur mag ich nichts zu tun haben. Das ist wie so eine Pyramide und so, oder? Dann verwickeln sie sich in ihrem eigenen Verstand und sagen, mit dem Grundaufbau kann ich nichts anfangen. Ja? Aber dass das der Baum ist, der diese Frucht hervorgebracht hat, das mögen Sie doch bitte verstehen. Ich bitte euch, versucht es zu verstehen. Jesus sagte, wenn die Frucht gut ist, ist auch der Baum gut. Und wenn die Frucht schlecht ist, ist auch der Baum schlecht. Aber wenn die Frucht gut ist, ist der Baum gut, versteht ihr? Du kannst nicht sagen, das ist fantastisch, was ich hier sehe und esse und erlebe. Aber mit dem ganzen Unterbau mag ich nichts zu tun haben, das ist verkehrt. Aber auch das andere gibt es, oder? Man liebt den Baum und hasst die Frucht. Was meine ich damit? Es gibt Menschen, die lieben dieses ganze System, wie wir es leben. Das sind diese Menschen, die gerne Systeme haben, oder? Dieses teammäßige Miteinander zusammenleben, zusammenarbeiten. Ich höre es noch heute, oder? Die ersten OCGer, als wir begannen, verbindlich zu leben, wir halten zusammen, haben sie gesagt, oder? Da kam einer mit 30 Leuten daher, wir halten zusammen. Und da hatte man einen guten Film gesehen, oder? Da war ein Abenteuer, irgendwo unterwegs, und da habe ich durchgeschlagen wie Robinson Crusoe, oder? Und dann hat der dem geholfen, der dem. Das hat ihn fasziniert, hier die OCG, wir halten zusammen. Aber die Frucht konnte er nicht damit anfangen. Er wollte nur Action, er wollte nur teammäßig irgendwo etwas aufbauen, etwas konstruieren, etwas bauen zusammen. Ja. Aber siehst du, es gibt Menschen, die lieben den Baum, aber sie hassen die Frucht. Was bedeutet das? Aber mit Gott kann ich nichts anfangen. Oder mit deinem Gott, wie du ihn siehst, kann ich nichts anfangen. Man brachte die Leute nicht dazu, Geist zu wandeln. Das heißt eben, auf das Gesetz des Geistes des Lebens einzugehen.
von dem göttlichen Frieden geleitet, navigiert zu werden. Man brachte sie nicht dazu. Sie wollten Handwerk, sie wollten irgendwo Hand anlegen, sie wollten irgendeine Action. Machen wir das, machen wir das. Da waren sie dabei, den Baum haben sie geliebt. Aber das Navigieren, das Sorgfältige mit dem Geist des Lebens zusammen übereinstimmen, sich begeistern, sich begießen lassen von diesem Geist, beleben lassen, belehren lassen, Offenbarung empfangen, da hatten sie keine Muße dazu. Sie haben die Frucht gehasst, von der wir reden. Ja. Ja, so könnte ich stundenlang fortsetzen. Ich muss jetzt die Landung finden. Also man will mit Gott und Göttlichem nichts zu tun haben. Das sind Hürden, die ihr Leben, die wir zu überwinden haben. Viele Menschen wollen mit Gott nichts zu tun haben. Aber wir müssen ihnen verkündigen, wir reden von Gott, nicht von Kirche. Und wenn die Leute so schnell sagen, mit Gott habe ich nichts am Hut, meinen sie damit letztlich die Kirchen, meinen sie damit letztlich die Religionen, meinen sie damit letztlich die Sekten oder diese Menschen, die gar nichts mit Gott wirklich am Hut haben. Man hasst das Übernatürliche, man hasst die Matrix. Es gibt Leute, die das hassen, weil sie schlechte Erfahrungen mit Esoterikern machen. Das ist immer dasselbe Problem. Jemand hat mal das irgendwie so gesagt, mit Gott hätte ich keine Probleme, aber mit seinem Bodenpersonal schon. Oder? Und das ist mit jeder Ideologie, mit allem dasselbe. Oder? Du hast überall halt schlechte Menschen, die das Ganze stinkend machen und dann verwechseln die Menschen das. Aber geht doch bitte hin und sagt ihnen, das hat nichts mit Gott zu tun, diese Verachtung. Du kannst Gott nicht verachten, wenn du ihn erlebt hast. Glaub mir, ich war der gottloseste Kerl, den man sich vorstellen kann, eine Abneigung nur schon an Gott zu denken, weil ich halt so erzogen wurde. Ich hatte abgrundtiefste Aversionen gegen Gott. Alles nur nicht Gott und mit Christen gar nichts zu tun haben, weil es so abscheulich auf mich wirkte. Und eine einzige Berührung mit Gott, sie ist über 42 Jahre her. Ich habe nie wieder nur eine Sekunde Gott verachtet oder Gott nicht innigst geliebt, nicht innigst gesucht, nicht jede Sekunde in meinem Leben begehrt wie den Atem in meiner Brust. Glaubst du mir das? So wird es jedem Menschen gehen, der Gott berührt, der den wirklichen Gott kennenlernt. Du brauchst ihn wie deinen Atem. Du lebst von ihm wie von der Luft, wie von dem Licht, wie von dem Essen und Trinken. Das ist er für dich, verstehst du? Niemand kann gegen Gott sein, der den wirklichen Gott berührt. Unmöglich, unmöglich. Also sagt den Menschen das, wenn ihr die Frucht liebt, so liebt auch den Baum. Und wenn ihr den Baum liebt, so liebt auch die Frucht. Wenn ihr nur das eine oder das ohne das andere habt, habt ihr gar nichts. Das ist das Problem. Seid ihr bereit, zu einem lebendigen Organismus zu werden? Mit Gott. Ich werbe zu euch. Ich werbe zu euch. Ja. Ich sage nochmal, Licht ist stärker als Finsternis, so ist es und so wird es bleiben. So wie Wind stärker ist als Spreu oder Feuer stärker ist als Stroh, so wird es immer bleiben, bei aller Entsiegelung. Aber ihr müsst wissen, der Kampf ist am Tun. Die Bösen haben begriffen, dass sie übernatürliche Kräfte haben. Darum hast du Millionen von von Hexen und Zauberzirkeln. Du hast Gruppierungen ohne Ende, die mit Magie und Zauberei und all dem sich hochbringen wollen, die ihre göttlichen Kräfte brauchen wollen für alles andere, als was dir nützlich ist. Das verspreche ich dir schon mal, weil der bare Teufel dahinter steckt. Ich muss so offen sprechen, weil es ist so. Teufel ist eine Person, Gott ist eine Person. Und wenn wir Gott nicht mögen, dann sage ich, Gott wird halt dann, wenn wir ihm ausweichen und ihn verachten, wird er das tun, was er schon immer getan hat, was er zuletzt mit Israel im großen Stil gemacht hat. Er hat gesagt, gut, ich habe euch immer sammeln wollen, und heute reden wir von Sammlung und die Lebensqualität Gottes. Ich habe euch schon immer sammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt, also werde ich euch euer Haus überlassen. So sagt es Jesus, ich werde euch euer Haus überlassen. Sprich, gut, Gott ist ein Gentleman, er tritt zurück, wir dürfen noch mal eine Runde gehen in eigener Weisheit, in eigenem Können das Haus, sprich die Menschheit, sie wird uns überlassen. Du kannst mit eigener Kraft das Problem noch weiter zu lösen suchen. Du kannst noch weiter Gott ausweichen, kannst noch weiter glauben daran, dass du irgendwas bewegst und noch weiter auf die Fresse kriegen, bis du wirklich weißt, dass du einen lebendigen Gott brauchst, dass nur ein lebendiger Gott, und ich sag's mal freimütig so, wie wir ihn verkündigen, dass dieser lebendige Gott uns wieder ergreifen muss,
dass wir bei all dem nicht verzweifeln. Ich für mich und die OCG, wir für uns, wir sagen, wir haben die Schnauze voll von Eigenherrschaft, von Menschenherrschaft, von Menschenkönnen und Denken. Wir müssen da oben an diese göttlichen Vollkommenheit angedockt werden, so wie ich es erklärt habe. Und wir können das heute nur, wie gesagt, ein bisschen anreißen, ein bisschen darüber plaudern. Die Tiefe ist nur im Leben erfahrbar. Ja. Das ist so. Wir möchten euch einfach, um das abzuschließen, wir möchten euch da hinein bewegen und euch die Aussicht sagen, Gott hat versprochen, er wird mit all denen, die sich dafür öffnen, zur Fülle gelangen. Er wird in uns, an uns ein Werk tun, in uns und durch uns. Und es steht geschrieben, so wahr Harmagedon prophezeit ist von denselben Propheten, sie haben alles haargenau vorausgesagt, was jetzt geschehen ist und was am Geschehen ist und noch geschehen wird. Und sie haben aber angesagt, es wird in diesem Zusammenhang zur Fülle kommen, wo die Menschheit als Organismus Gottes aufsteht, auferscheint und das Licht wird siegen über die Finsternis. Es steht geschrieben, dass dieser Gesetzlose, der hier in der Welt diesen ganzen Gender-Wahnsinn und das 5G-Wahnsinn und Finanzwahnsinn den ganzen Tag aufzählen, dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, dass er geschlagen wird durch den Stab des Mundes, indem wir Aufklärungsarbeit tun, indem wir die Wahrheit widersprechen, indem wir Gottes Werke in uns hervorströmen lassen. Aber du musst wissen, es ist ein Wettlauf. Die Bösen haben es entdeckt und darum entsiegle ich es und sage, jeder hier drin, jeder Einzelne. Gott hat gesagt, ihr seid Götter, ihr habt die Veranlagung, in Gottes Fähigkeiten zu leben und wir haben die Veranlagung als Organismus zusammen eine, ich finde hier immer wieder die Worte nicht, eine Lichtkanone, eine Laserstrahl zu bilden, eine Kraft, die diese ganze Welt umpflügt, die die Bösen wirklich vom Sockel haut, weil Licht wird und ihre Verbrechen sichtbar werden, dass die Menschen nicht mehr so die ganze Zeit irritiert nicht sehen, was läuft, sondern dass ihnen die Augen aufgehen, dass sie einen Schluss damit, das Zeug weckt, was uns schadet und hinein in das, was uns nützt. Aber wir haben, und das ist das Letzte, was ich euch sagen möchte, wir haben ein gewisses Problem. Das Problem ist die ganze Terminologie. Wir haben all das, was wir erarbeitet haben, in Hunderttausenden von Lektionen, ich sage Lektionen, nicht Theorien, in Lektionen erkennen und verwalten gelernt. Wir können darin leben, aber was ein bisschen ein Stolperstein ist, ist, dass wir halt unsere christliche Terminologie haben. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir alles in allen Sprachen reden können, dass jeder versteht, wovon wir reden. Es kann gut sein, dass du vieles, was du heute gehört hast, verwirfst innerlich, weil eine Schublade zugeht, wie Christian schon gesagt hat am Morgen. Es kann gut sein, dass wir hier einen gewissen Weg gehen müssen, um diese gemeinsame Sprache zu lernen, aber ich bitte euch, gebt uns diesen geistlichen Kredit, dass wir hier unsere Übungen machen können. Wir bemühen uns, unser Fachchinesisch, das wir uns angeeignet haben. Wir haben eine eigene Sprache entwickelt, halt wie die Wissenschaft auch, oder? Lauter Fremdworte. Aber wir sind bemüht, euch die einfachsten Dinge so zusammenzufassen und in eure Sprache zu übersetzen, wie wir es verstehen. Aber ich möchte euch sagen, kommt, seid Teil davon, stellt euch diesem Kampf, Harmagedon, kommt mit oder ohne uns. Und wenn wir begreifen, dass die Entsiegelung, dass wir zusammen zu einer Gotteskraft werden können, wo es taghell wird hier und wo jeder Mensch wieder weiß, was Wahrheit und Lüge ist, wo diese Verbrechen aufgedeckt werden, wie wir es mit KlarTV schon beginnen, dass es taghell wird hier unten, dass der Hinterste und Letzte, dass du nicht mehr diskutieren musst, ist das ein Verbrecher oder ein Verbrechen, was hier geschieht, dass jeder sagt, ich sag's mal auf den Punkt, ab heute ist Schluss mit Geld machen, mit Pharma, mit Kranken. Ab heute ist das alles gratis. Ab heute wird gratis kuriert. Ab heute gibt's all diese Dinge nicht mehr, all diese Systeme. Wir schaffen sie ab und werfen die Leute raus, die mit unseren Schwachheiten Geschäfte gemacht haben. Macht ihr da mit? Ich will euch jetzt zum Schluss mit meiner Familie ein Lied singen. Ich habe ein neues Lied zu diesem Thema verfasst, beziehungsweise einen Text. Das Lied kennt ihr vielleicht schon in sich, aber ich habe es gemäß angepasst auf den heutigen Tag. Und da fasse ich nochmal das Wichtigste zusammen. Und während wir dieses Lied singen,
bitte ich von ganzem Herzen all diejenigen, die diesen Ruf jetzt annehmen können, einfach hören können und spüren, das ist die Wirklichkeit, von der wir hier reden, dass ihr euch während meinem Lied auf die Füße stellt, wirklich als Zeichen, da bin ich dabei, da lasse ich mich mit einschulen, da lasse ich mich weiter fördern, da will ich mit hineinwachsen. Wir hören in Ruhe dieses Lied an und am Schluss stehen wir auf und dann will ich euch für euch beten und das festmachen vor Gott, dass wir miteinander den Weg gehen und zwar wirklich verbindlich, in einer verbindlichen Dienstgemeinschaft. Seid ihr da einverstanden? Also gut, und jetzt singen wir das Lied vom Strom, das Mitfließen mit dem Strom, das ist die Zusammenfassung dessen, was vielleicht das Wichtigste war in dieser Botschaft überhaupt. Ich singe es zusammen mit meiner Familie, mit Schwiegertöchtern, Schwiegersöhnen und dann hier mit Massabel, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Seid ihr bereit? Gut, dann machen wir das. Willst du selber ein Teil dieser Einsbewegung werden oder bei einer nächsten Veranstaltung dabei sein? Dann wende dich per E-Mail an info@ivo-sasek.ch. Bleibe informiert, was bei Sasek TV läuft. www.sasek.tv/newsletter